Da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu meinem Kanal. Wir machen jetzt ganz kurz, während ich, und da seht ihr es hier schon, während ich mir Monkey Island bereits herunterlade, 4 GB, wir müssen nur noch ganz kurz warten, möchte ich euch kurz an der Stelle eines Mal vorstellen. Und zwar ist das einer meiner Sponsoren. Einer meiner Sponsoren ist Clark und Clark ist ein Versicherungsorganisationstool, mit dem ihr alle eure Versicherungen, und das ist echt wichtig, alle Versicherungen eintragen könnt, dann werden die von ausgebildeten Versicherungsexperten, werden die von euch bewertet und ihr bekommt im Zweifel sogar bessere Angebote. Also jetzt hier zum Beispiel Tierhalterhaftpflicht, da habe ich noch keine, könnte ich mir jetzt einen Versicherer wählen, wird das alles Mögliche eingegeben. Das ist übrigens nicht meine Telefonnummer, keine Sorge, das ist hier einfach nur ein Fake Account, den ich habe, um es zu zeigen. Ja, an sich, ne, ist so eine Versicherungsübersicht meiner Ansicht nach eine sehr, sehr gelungene Geschichte. Moment, ich muss die Werbung kurz mal einblenden. Das ist natürlich Werbung für meinen Sponsor in dem Fall. Da ist das Werbefeld. Hier sehen wir es kurz. Da, Werbung. Da, ich mache es hier rein. Dann sieht man es auf jeden Fall. ja, das Wichtige, was ich euch noch an dieser Stelle sagen muss, ist, dass wenn ihr hier eine Versicherung abschließt, gibt es mehrere Sachen. Zum einen habt ihr den Bonuscode SIMONK45. Mit dem bekommt ihr bis zu 45 Euro Rabatt, wenn ihr Versicherungen hochladet. 15 Euro pro Versicherung, 3 Versicherungen maximal. Das bedeutet, wenn ihr hier eure Berufsunfähigkeitsversicherung, gut, wenn ihr eine habt, meiner Ansicht nach solltet ihr die behalten, man weiß es nie, Berufsunfähigkeit und alle Art von Rentenversicherungen sind zwar alle irgendwo, könnten besser sein, aber sie sind immerhin besser als gar nichts. Ne? Deswegen kann ich euch das sehr empfehlen. Wenn ihr dann also 3 von diesen Versicherungen eingegeben habt, dann wird das für euch bewertet. Hier in diesem Fall ist diese Versicherung wohl ganz gut. Ich würde aber auch, wenn ich jetzt Fragen habe, kann ich die stellen. Ich kann aber auch einen Schaden melden. Das finde ich sehr interessant. Das ist quasi euer komplettes Hub für alles, was mit Versicherungen zu tun hat. Ihr gebt dabei natürlich für die angemeldeten Versicherungen euer Maklermandat ab. Das bedeutet, dass derjenige, der bisher eure Versicherung verwaltet hat, das in Zukunft nicht mehr machen kann, weil es eben abgegeben wurde an Clark. Dann finde ich eine Sache sehr, sehr wichtig und interessant, nämlich gibt es hier quasi Kündigungsfristen, die euch genannt werden. Das heißt, ihr müsst die euch nicht mehr manuell noch in den Vertrag reinschreiben oder in den Kalender, so wie ich es mache, und sich dann irgendwie für 3 Jahre merken, okay, hier in 3 Jahren muss ich das abmelden rechtzeitig, sondern es wird euch rechtzeitig gesagt und natürlich wird auch hier wieder alles für euch übernommen, wenn ihr wechseln wollt. Sehr, sehr schönes Ding. Es gibt auch noch einen Bedarfscheck. Hier ist der Bedarf. Da kann man gucken, was man eventuell noch braucht, kriegt einen Überblick über die Dinge, die es gibt und was man eventuell gebrauchen könnte. Tier-OP-Versicherung ist wirklich wichtig. Zwar hofft niemand, dass irgendwas mal mit dem Tier passiert, aber wenn mal was passiert, dann kosten diese OPs unfassbar viel. Deswegen empfehle ich jedem Tierhalter, wenn er es sich leisten kann, so eine OP-Versicherung. Man möchte nämlich, ich meine, es ist ein Tier, ne? Du willst dich um das Vieh kümmern, das verlässt sich auf dich. Am Ende möchtest du nicht derjenige sein, der nicht die Kohle hat, um dem Vieh eine lebenswichtige OP oder eine schmerzstillende OP oder was auch immer die haben könnten, ne, ihnen das irgendwie zu gönnen. Das will man natürlich seinem Tier schon gönnen. Dafür braucht man aber eine Versicherung, sonst kostet es tausende Euro. Schön finde ich, dass ihr halt auch ein Rentencockpit habt. Hier sieht man es nochmal. Da seht ihr, wo eure Rentenlücke ist und was ihr als empfohlene Rente. Das wäre schön. 3.700 wäre aber eine wirklich schöne Rente. Da kann ich ja in Hamburg fast eine 3-Zimmer-Wohnung von mieten. Naja, halt ohne Wärme natürlich, ne, und Strom. Ja, also es ist wirklich interessant, was man hier alles machen kann. Man kann sich hier echt mal, und das würde ich euch empfehlen, auf clark.de alles mal angucken. Gibt auch eine wunderschöne App dazu. Wie gesagt, ist also nicht nur euer Rentencockpit, sondern sagt euch auch, was ihr gebraucht, was ihr vielleicht noch gebrauchen könnt, was ihr holen solltet. Vergleicht eure Verträge von ausgebildeten Versicherungsexperten und vieles mehr. Push-Nachrichten und Partner hier bei MonOfficial, SIMONK45, um 45 Euro gratis Rabatt zu bekommen. Finde ich sehr schön. Danke an Clark an dieser Stelle. Heute geht's weiter mit Steel Rising, einem Spiel, das ich ja die letzten Male bereits begeistert gespielt habe. 4 Stunden sind schon drin. Mir gefällt es sehr gut. Es ist natürlich trotz allem ein kleines Souls-like. Es ist ein, ja, ich möchte nicht sagen Klon, es ist schon auch ein bisschen was Eigenes. Aber es hängt sich schon ein bisschen auf dem auf, was die anderen Spiele etabliert haben, die man so kennt aus der Reihe. Ne? Aber das macht es meiner Ansicht nach ganz hervorragend.
Wir befinden uns hier mit unserer Puppe, ein Automat, befinden wir uns in einer französischen Revolution, die allerdings durch diese Automaten, in dem Falle jetzt hier die feindlichen Automaten der Gegenseite, die Revolution wurde zurückgeschlagen. So, apropos schlagen, jetzt muss ich erstmal raffen. Ich habe auch schon eine Weile jetzt nicht mehr gespielt und habe auch währenddessen andere Sachen gespielt. Erstmal rauskriegen, wie man hier kämpft. Okay, also R2 ist ein harter Schlag, R1 ist ein leichter Schlag. Es ist natürlich auch, wenn man gerade Thymesia gespielt hat und ein paar andere Sachen, die in die Richtung gehen. Gerade gestern habe ich Bolong gespielt und mich wahnsinnig aufgeregt, weil es einfach zu schwer war. Es war mit dem kleinen Simon einfach zu schwer und dann traurig gemacht. Aber wenn man all das gerade hinter sich hat, dann verliert man gern mal so ein bisschen den Überblick, wie das Moveset jetzt nochmal genau war und was einem jetzt hier Steel Rising nochmal genau bietet an Möglichkeiten. Die hier sind ja jetzt nicht das Problem, da brauche ich noch nicht mal Ton für. Aber gleich muss ich mich mal auschecken und muss mal gucken, was ich hier alles machen kann. So, wie kann ich nochmal heilen? Ölbürette, genau das war's. Die Ölbürette bringt hier nämlich was. Ach ja, und hier gibt es ja auch diesen aus Neo bekannten Key-Counter, wo man Y drücken muss im richtigen Moment. Genau, ich erinnere mich wieder. Das meiste kommt zurück. Gut. Gut, dass du dich auch umgebracht hast. Sonst wäre das noch, sonst wäre ich wütend geworden. Okay, ich begrüße alle, die da sind. Ich sag schon mal Hallo und setze mir meinen Kopfhörer auf. Ja. Steel Rising. Okay. Erstmal gucken, wo man lang muss. Ich glaube... Oh Gott, das sieht neu aus. Hier kam ich her, ne? Hier ist diese Kutsche, wo ich... Da hinten ist die Kutsche, mit der ich ankam. Diese Abkürzung hier habe ich mir erst freigespielt. Irgendwas hier war, wo ich nicht weiter wusste. Irgendwas hier ist passiert, wo ich nicht mehr genau wusste, wie es weitergeht. Außer ein bisschen dunkel. Lasst mich gerade mal die Grafik nochmal ein bisschen höher stellen. Das geht hier doch Voreinstellung Ultra. Ne, komm, lass mal da, wo es ist. Eigentlich wollte ich... die Helligkeit ändern. Genau. Macht's mal ein bisschen heller für euch. Ich glaube nämlich, bei euch ist es ein wenig dunkel. Schön! Es ist Montag, 1:30 hier bei mir. Ich bin schon seit einer Weile wach tatsächlich, aber ich muss heute auch schon wieder nach Hamburg. Es hört nicht auf. Die Arbeit verlangt ihren Tribut. Jeden Tag muss gearbeitet werden, auch in Hamburg. Ich mache das Spiel mal ein bisschen lauter, dass man zumindest die Atmung auch hört. So, sagt einfach Bescheid, wenn es zwischendurch zu laut werden sollte und man meine wunderschöne Raspelstimme nicht mehr hört, dann sagt Bescheid. Das hieß mir irgendwie auch suspekt. Diese komischen Dinger. Ach, ist das elektrisches Licht? Na gut, dann sei es mal gegönnt. Ah, dieser neue Luxus. Elektrisches Licht. Was kommt als nächstes? Ich glaube fast, ich kann hier durch. Nee, ne? Für einen kurzen Moment dachte ich, man kann da wahrscheinlich so drüber durchhüpfen. Aber da muss ich später irgendwann, irgendwas muss ich hier lösen, denke ich mal, irgendein Rätsel, irgendwas, irgendeinen Schlüssel finden und dann komme ich da durch. Okay, wir suchen, oh, das sieht aber auch, also gerade so dieses Fachwerkhaus hier ist doch wirklich einfach echt nur noch schön. Komm, erzähl mir noch nichts. Also einfach schön gebaut. Auch dieses Schmuddelige, dass man so ein bisschen, so ein paar hellere und trockene Stellen sieht im Putz. Ah, schon schön gemacht. So, ich glaube, hier links muss ich hoch. Genau. Oh, Moment, ich könnte auch mal... Vielleicht ist das nämlich die eigentliche Abkürzung gewesen. Nach Lesal. Genau, hier ist jetzt alles voller Automaten. Die habe ich schon mal gekillt. Aber viel weiter kam ich dann auch nicht. Irgendwo hier habe ich noch was verpasst. Ich gucke mich immer extra nochmal... auf den Dächern um, ob da nicht irgendwo hinten noch irgendwas ist. Ich glaube, da durch dieses Tor durch sind wir auch schon gegangen. Da ist, glaube ich, nichts Spannendes. Was ist mit hier?
Ach, hier kamen wir her. Ja, doch, hier sind wir auch schon lang gegangen. Hier haben wir die Abkürzung freigemacht. Und hier werde ich auch schon wieder beschossen. Ah, okay. Was mir hier gefällt, ist, dass es so ein... Es ist so ein bisschen Dark Souls-Light. Also nicht Dark Souls unbedingt, aber es ist auf jeden Fall Souls-like-Light. Denn man muss sich nicht wirklich anstrengen. Zumindest im Moment noch nicht. Es geht relativ easy. Ich habe selten das Gefühl, dass hier ein Gegner schon ein echtes Problem darstellt. Klar, ne, kann immer passieren, dass man verreckt, aber das gehört ja irgendwie zum Genre. Hier ist auch nichts. Der ist das eigentliche Problem. Den hole ich mir zuerst. Hier sieht man auch so ein bisschen am Aufmerksamkeitsradius der Gegner, dass da nicht so viel... Alter! Dass das nicht allzu schwer ist. Andere Gegner werden vielleicht schon viel früher... Oh, okay, ja. Da habe ich nicht auf die Energie geachtet. Seht ihr, es kann passieren. Man kann sterben. Selbst jemand wie ich. Selbst ein absoluter Kantenprofi wie ich. Hm. Okay, so, eine Sekunde, muss ich kurz mal was machen. Deswegen, ich wundere mich die ganze Zeit, warum keiner mehr im Chat ist und dachte schon, oh, jetzt ist hier irgendwie immer noch keiner da. Und jetzt merke ich erst, ich bin in Varions Chat. Das ist ja geil. Ich war natürlich gestern, ne, vom Hin- und Herschicken, war ich noch bei Varion. Jetzt kann ich euch alle sehen. Hallo, Grüße an euch. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert. Das ist dann so, dass nach 5 Minuten noch gar keiner drin ist, ist zumindest ungewöhnlich. Dankst du eigentlich Edi heute noch, dass er dich und Nils auf die Souls-Sache gebracht hat? Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe das ganze Souls-Drama ja schon mitbekommen, damals als als Trant als Trant von Demon's Souls immer erzählt hat. Da habe ich das schon mitbekommen, dass dieses Spiel wohl irgendwas Besonderes sein soll. Aber ich habe mich auch wirklich nicht dafür interessiert, weil ich dachte so, das ist diese Art von Rollenspiel, die mir irgendwie keinen Spaß macht. Dachte ich. Und dann hat es ja lange gedauert und der Ede hat irgendwann... Oh, ich glaube, hier geht's weiter. Quartier des Saint Opportun. Und irgendwann hat Ede uns gezwungen, es zu spielen. Und ich bin ihm tatsächlich dankbar und habe vor kurzem mich noch bei ihm bedankt. Eigentlich, wie cool das eigentlich ist, dass er nicht aufgegeben hat, dieses Spiel anzulabern. Auch wenn wir uns nur noch lustig gemacht haben über ihn. Aber es war es wirklich wert und irgendwo wäre ich heute, wenn ich die Spielreihe nicht kennen würde. Also da würde mir tatsächlich ein essentieller, eine Grundlage fehlen. Mann, jetzt bin ich in dieser Extraschlag, dieser Superschlag, den ich da auflade, der hat nicht den gewünschten Erfolg. Oh, Feuer weg. Ja, komm, mach mal ein bisschen Bürette. Ja, fühlt euch begrüßt. Jetzt sehe ich euch endlich. Wir suchen immer noch einen Ausweg aus dieser Stadt raus. Oder eigentlich eher zum Missionsziel. Hier geht es doch sicher irgendwie hoch. Ernsthaft? Da kannst du... Okay, sie kann und will hier nicht hoch. Das ist seltsam. Sollte man doch annehmen, dass das genau dafür gedacht ist, ne? Um dann hier über den zweiten Balkon ins neue Gebiet zu kommen. Aber hier ist nichts zum Hüpfen. Oh oh! Ja, die habe ich gar nicht gesehen, dass da jetzt auch noch die Runde sind. Echt noch mehr ausweichen, ey. Ich versuch's schon. Ja, seht ihr, er hat mich trotzdem noch mit seinem langen Stab erwischt. So, ich muss mal ganz kurz mich ins Menü nochmal reinhacken und gucken, wie das alles geht. Ich habe das zum Teil ja alles schon so ein bisschen wieder vergessen. Ach ja, genau, ich habe ja auch noch die Schildmuskete, genau, die kann ich... Oh, oh, oh. Das war
Nee, das ist es nicht, ne? Dann muss ich die Waffen nochmal wechseln wahrscheinlich. So, wir können gleich mal den Kompass benutzen. Wo geht's lang? Da ist Anima Essenz und zwei Missionsziele. Okay, das machen wir gleich. Vorher will ich nochmal gucken, wie ich das hier umstelle. Was haben wir hier noch? Okay, die kennen wir alle, kennen wir alle, kennen wir alle. Haben wir alle schon benutzt. Die Module haben wir auch schon eingesetzt. Das ist Tagebuch. Werte. Okay, da könnte man auch mal langsam irgendwann wieder aufleveln, sobald ich noch mal ein bisschen Anima finde. Und das hier ist auf jeden Fall wichtig. Sehr wichtig sogar, das alles zu beherrschen. So, ich habe es aber immer noch nicht verstanden. L2 ist das. R2 ist dieses Aufladen. Und wie kann man noch mal die Waffe wechseln? Y, Quadrat, oben und... Ah, okay, oben. Dann aber nehme ich das Schild, ne, dieses seltsame Schild hier, mit dem man aber auch feuern kann. Wie ihr seht. Schönes Ding, muss man in der Combo benutzen. Okay, hier waren wir ja letztes Mal, hier ist nichts. Hier rechts. Gehen wir mal lang. Oh ne. Ne, ne, das ist ja genau die Ecke. Ah, eine zweite Abkürzung. Stimmt, da bin ich ja vorhin hergekommen. Das ist übrigens ein Problem. Oh, sorry. Das ist ein bisschen ein Problem, dass die Sachen doch ähnlich aussehen. Also, dass man sich gern mal verläuft in den ähnlich aussehenden Städten. Das ist ähnlich wie die Kritik, die mir sehr gut gefallen hat in Game 2, an den Protagonisten. Die alle mit ihren Perücken, weiße, perückenbesetzte Dödel, die irgendwas erzählen. Und das ist mehr oder weniger halt, das sind alle Charaktere, denen man begegnet. Viel Spaß, hier irgendwie die Story zu verstehen. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal nicht falsch. Also diese Locations gucke ich mir wirklich gerne an. Das ist ja richtig Sightseeing. Das ist dieselbe Ecke. Gefühlt ist es dieselbe Ecke wie eben. Ein Hund. Einer von diesen wandelnden Drehautomaten, die mit den zwei extra Klingen, die eigentlich auch irgendwann, ja genau, die sie irgendwann auch gerne mal explodieren. So, kann ich dich runterhauen? Nein, kann ich nicht. Okay, solltet ihr noch weitere Tipps haben, was ich vielleicht vergessen habe beim letzten Mal, also irgendwas, was ich beim letzten Mal schon gemacht habe, jetzt vergessen habe, ihr seid oft da ein bisschen mehr hinterher als ich, dann sagt das ruhig in den Chat. Ansonsten spiele ich, wie mir das Pad gewachsen ist. Oh oh, das war ein Fehler. Sehe ich doch jetzt schon. Ich habe gar nicht genug Energie, um hier so einen Aufriss zu machen. Kann ich das aufmachen? Ja. Hoffentlich ist das jetzt auch wieder eine Abkürzung. Und ich kann hoffentlich gleich nochmal... Oh nein. Ich will gleich nochmal zu meiner Kutsche. Aber Felge! Ein kleines Felge! Mann, ey, genau schlecht abgetimt. Maximal schlecht abgetimt. Diese Elemente sind natürlich super wichtig, die man hier hat. Man kriegt ja später durch die Bosse auch noch so Element-Skills, die man dann für die jeweiligen Bosse oder Gegner hier auch benutzen kann, die dann natürlich immer die Schwachpunkte anvisieren. Das kennt man ja von so vielen anderen Spielen. Soweit bin ich aber noch nicht. Da muss ich echt ein bisschen vorsichtiger sein, weil ich einfach keine Energie mehr habe. Es spielt sich irgendwie locker flockig von der Hand. Es ist nichts, wo man
Alter, wo man geistige Probleme bekommt nach einer Weile, weil es so heftig schwer ist und einen wahnsinnig macht, sondern es ist eher gemütlich. Es ist eher so ein Sonntagabend Souls. Nein, ich Idiot! Diesen Move werde ich nie hinkriegen. Nie gut hinkriegen. Mann, ich hätte echt gerne jetzt, ich mache mal gerade den Kompass an. Sieht alles so steril aus. Das mochte ich schon an Sektor nicht. Keine Weltlichkeit, einfach nur ellenlange Hindernisparcours. Ja, das kann man dem Spiel durchaus vorwerfen, dass es nicht ganz so open-worldig ist, wie man es aus anderen Spielen kennt. Allerdings sind es halt auch Gassen, enge Gassen, die auch so eng wären, ohne dass man sie jetzt künstlich abbaut oder konzentriert mit diesen verriegelten Brettern oder irgendwas in der Art. Okay, ich bin da wirklich direkt reingerannt. Ich dachte, ich kann da so schön galant unter ihm durchdashen. Ah, mit Sektor meinst du natürlich Sekiro. Aber Sekiro hatte doch auch einige... es war so Open Schlauch, würde ich sagen. Also man konnte schon, zumindest das ist mein Eindruck, schon eine gewisse Freiheit ausleben. Aber ja, es war natürlich am Ende, will ich das Spiel auf klare Bahnen bringen. Und deswegen sind ja auch die Bosskämpfe, sage ich mal, sehr klar in dem, was von dir erwartet wird. Okay, nee. So, wir machen es jetzt direkt richtig. Wir gehen jetzt direkt dahin, wo unsere Seelen liegen. Das war doch, wenn hier die... Nee, das war's nicht. Okay. Dann muss es hier vorne irgendwo rechts sein. Auch nicht. Doch, da. Da. Weißt du schon, was du nach dem Spiel versuchen wirst? Nee, so richtig weiß ich es noch nicht. Bin da noch so ein bisschen... Vielleicht hole ich mir auch erstmal meinen Kram wieder, bevor ich jetzt hier zu viel riskiere. Ich habe natürlich wie immer sehr, sehr viel auf der Uhr, was ich gerne spielen würde. So, jetzt bleibt bitte einfach hier in der Ecke, während ich den Job mache. Ich habe noch keinen Plan. Es gibt natürlich viel, ne? Also ich habe vieles, was ich noch fertig spielen muss. Einiges, was ich noch anspielen will. Ne, also hier laufe ich, glaube ich, jetzt auch. Das ist echt ein Problem, finde ich. Dass die Level wirklich so krass identisch aussehen manchmal. Und ich gar nicht weiß, wo finde ich denn jetzt meine Seelen wieder. Vielleicht sollte ich den Kompass benutzen. Anima Essence. Nö. Ja gut, dann gehe ich hier hin, wo Anima angezeigt wird. Vielleicht ist das ja mein Ziel. Ich bin ja auch nah dran an meinem eigentlichen Ziel, wie ihr seht. Abbé Grégoire. Dafür finde ich schön, wie die Automaten aussehen. Die haben, finde ich, einen guten Look. Shit. Hier komme ich nicht weiter, ne? Ich habe komplett vergessen, wo ich letztes Mal lang bin. Geht es nicht? Oh Mann. Danke, Mad Eye Brudi. Ja, das sieht gut aus. Oh. Dafür brauche ich ein Werkzeug. Dann könnte ich da ran an die Lampe. Na komm, jetzt wird gekämpft. Deswegen sind wir doch hier. Den habe ich zum Glück schön von der Seite erwischt. Dich holen wir auch nochmal von hinten. So geht's nämlich auch, wenn man will. Habt ihr das gesehen? Man erkennt ihn gar nicht, weil der so dahin lümmelt irgendwie in der Ecke. Im Dreck. Sein Käfig auf dem Rücken. Hinterlistig. So, ich hoffe immer noch, dass... Ich habe noch nicht aufgegeben, dass ich nicht vielleicht meine Essenz irgendwann finde.
Hier habe ich zu lange gewartet. Genau, und das ist ja auch die Ecke, wo ich eben schon lang bin. Scheiße. Ich finde diesen Übergang einfach nicht. Das ist so krass. Da hoch. Muss ich vielleicht hier hoch? Naja. Jetzt glaube ich noch einmal den runden Joggingweg entlang. Hier runter, genau. Da brauchen wir ein Werkzeug. Hier hoch ist der dumme Baum. Okay, so jetzt sind die immerhin nicht mehr auf meinen Fersen. Dann schnappe ich mit denen jetzt erstmal von hinten. Jetzt räumen wir hier erstmal auf. Ey, shit. Wann wird das Let's Play zum Piratenspiel veröffentlicht? Gar nicht, das dürfen wir... Also ich habe es zum einen nicht spielen können, weil ich keine Zeit hatte. Es war einfach, ich war ja überall und nirgendwo in den letzten Tagen. Ich hätte es gerne gespielt. Skull and Bones meinst du natürlich, die Beta. Aber wir durften ja, darf man da nichts aufnehmen. Und deswegen hätte ich davon jetzt eh nicht viel gehabt für euch. Deswegen habe ich es mir gespart, weil wie gesagt, in Hamburg. Okay. Da kann ich da leider nicht viel zu sagen. Monkey Island meint ihr? Ach so, ich dachte ihr meint... Ah, okay. Ja, Monkey Island weiß ich nicht, was ich dazu schon sagen darf. Da kommt ja irgendwann was auf Rocket Beans, nehme ich an. Wäre ja verrückt, wenn es nicht so wäre. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir diese Woche noch mehr Monkey Island aufnehmen. Ja, das kann ich sagen. Das ist der Plan. Oh, ich glaube, das ist richtig. Vielleicht auch nicht. Nee, es ist dieselbe Scheiße wie immer, Alter. Ich bin wirklich... Das ist aber auch hier wirklich... Es sieht halt echt alles gleich aus. Also letztes Mal war ich hier... Und dann bin ich da durchgelaufen. Dann bin ich an denen vorbei. Deswegen werde ich sie jetzt einfach mal versuchen zu erledigen, dass ich mich hier in Ruhe umgucken kann. Ich muss auch gleich mal ein paar andere Waffen ausprobieren und so. Und mal gucken, was man hier noch... So. Das war's schon wieder. Okay, mal gucken, was man hier noch einsammeln kann. Auch mal gucken, was ich vielleicht, wie gesagt, mit der anderen Waffe nochmal machen kann. Hier, bin ich hier hochgesprungen? War es das vielleicht? Ich glaube, das war's. Ja, genau so war es nämlich. Das habe ich einfach jetzt übersehen, weil ich da immer so schnell durch bin. Ey. Ey, das ist wirklich eine unfassbare Dummheit, die sich hier manchmal zeigt, ne? Null Seelen. Nach 20 Minuten im Spiel, null Seelen. Gibt es keine Block- oder Parry-Funktion? Ich glaube schon, dass es sowas gibt. Ich bin echt nicht mehr so drin. Ich muss erstmal wieder ins Spiel kommen. Das ist echt nicht so einfach, wenn man 20 Zillionen Spiele macht. Mich erstmal zurück. Wie gemein auch schon, dass ich den da nicht drauf kann. Ich meine, bin ich doch eben auch. Ja, muss ich halt da unten drauf springen. Na, was wollte er da machen? Was sollte das werden? Das war gut, da habt ihr gesehen, der Kollege hat sich auf seinen anderen gestürzt. Und das gibt für mich sogar extra Essenz. Okay, komm, jetzt kriege ich sie wieder. Das waren 1600, ich hätte schwören können, es waren 2000, aber gut. Ach nee, das ist ja, als ich hier zum zweiten Mal runtergefallen bin. Da hatte ich vorher schon meinen Kram verloren. Naja. Hab ja gerade erst Boulogne hinter mir und da war es so, dass die Gegner deine Seelen einfach behalten. Ah ja, es geht nicht auf, ne? Und du sie dir aber jederzeit wiederholen kannst. Also die kriegen dann einfach deine Seelen, behalten sie. Und du kannst sie halt irgendwann dir wiederholen, wenn du dich mit ihnen anlegst und sie erledigst. Also es hatte nicht so dieses fatalistische, wenn man hier verliert, ist alles weg.
Und das war irgendwie angenehmer. Aber dafür waren ganz viele andere Sachen sehr unangenehm, die mich fertig gemacht haben. Aber das könnt ihr euch, wenn ihr unbedingt wollt, auf YouTube angucken. Da ist das Ding jetzt veröffentlicht worden. Hat mich echt wütend gemacht. Also es ist ein tolles Spiel, aber boah. Das ist schon wieder so ein Titel, der einen wahnsinnig machen kann. Da bin ich mir absolut sicher. Das hat er null gebracht. Diese geile Schwingung und dann bringt die nix. Ach nö! Das kannst du doch keinem erzählen. So viel Pech kann man doch gar nicht haben. Unfassbar. Okay. Jetzt will ich mal wissen, ob der Kompass mir meinen Anima immer anzeigt. Weiß ich nicht, ne? Ist das dasselbe? Ist das der Ort, wo ich meinen Kram verloren habe? Ich weiß es nicht. Den werden wir uns jetzt aber wirklich holen. Immerhin weiß ich diesmal, wo es weitergeht. Boah, da sind aber auch viele. So. Nimm doch den Shit. Deswegen machen wir das doch alles. Ich habe schon verstanden. Nein, nein, nein. Ansonsten, klar, hier sieht man es auch mal, man kann ganz gut aus der Luft auch angreifen und irgendwelche Luftschläge vollführen. Alter. Jetzt hätte ich mir meine Ausdauer wieder schnell zurückholen können. Diese ruckartigen Bewegungen werden gerne mal kritisiert. Ich habe mich dran gewöhnt. Es macht es halt einfacher zu wissen, wann das Timing kommt für den Schlag. Und es passt halt irgendwie zu diesem Automaten-Setting. Ey, ich bin gerade... Ich habe einen Elektroschock abbekommen, deswegen habe ich so komisch gezuckt. Hat alles nicht richtig funktioniert. Ja, man kann ja bei dem Timing wirklich ganz gut sich so dazwischen grätschen und sich so einfädeln mit seinen Attacken. Aber das wird natürlich auch benutzt, um euch zu verwirren, weil es gerne auch mal ein anderer Rhythmus ist, als es suggeriert wird. Und dann seid ihr halt gefickt. Okay, hier hoch, darüber. Ah, die Stelle, an der wir, glaube ich... Oh, nee, das sieht schon wieder aus wie ein Endboss. Das sieht nicht gut aus. You. You were made of neither flesh nor blood. You were an automat, like those who committed this massacre. I have received no such command. I am carrying out a mission on the orders of the Queen. Your friend on Place Saint-Marie informed me of your intentions. Alas. I was not able to reach the Palais de Justice. I fear that the soul of Monseigneur de la Fare is lost forever. Was he killed? What has been done to him is a fate worse than death. Far worse. But I could go no further. There are so many bodies. So many innocents strewn about the square. The air there. There was something sinister about it. I felt it poisoning me, body and soul. As for getting back to the Société, it's hopeless. The streets are teeming with machines. But the machine that is wreaking havoc in the area around the Palais is colossal. Much, much larger than yourself.
What's more, the soul of His Excellency the Bishop has been imprisoned within this monstrous machine. I'm certain of it. Have you seen the flames coming from the palais? I don't think anyone. Ist das jetzt ein Flashback? Vielleicht ja. Mal gucken. I, Henri de la Fare, Bishop of Nancy, ask the Lord to bless this assembly and watch over this meeting of the Estates General. Let us not turn a blind eye to the misfortunes of a populace who is condemned to the most abject poverty. For there is no greater sin than to ignore the suffering of one's brethren. The wickedness of the court is an insult to the misery that reigns in our lands. In such dark times, how can one conceive of hiding away to play shepherdess or tinker with clockwork contraptions? Der hat Stimmung gemacht gegen den Automaten. Vielleicht ja auch gar nicht verkehrt gewesen, wenn man sich mal überlegt, was da passiert ist. Der Bischof. Mon Dieu, what happened? You stopped moving. I feared you had broken. I do not know. I only touched this ring. Monseigneur de la Fare's ring. Oh, do you son. Whoever you are, help him, please. Lord, let not that his soul be forever lost. Make haste, I beg of you. Okay, da haben wir ihn. Und direkt kommt die nächste Aufgabe. Was ist das eigentlich? Ist das eigentlich auch eine Waffe? Man sieht schon ganz schön heftig aus, ne? Und das finde ich auch cool, so dieses Räderwerk. Und dann sieht man hier, wie diese Armklingen tentakelartig ausfahren können. Ja, mein Gott, die werden sicher auch noch kommen. Ne? Die werden uns sicher auch noch auf den Sack gehen. Wenn wir schon mal hier sind, wird natürlich auch ein wenig gelevelt. Das geht hier so, wie man es kennt. In dem Vestalin. Und hier habe ich dann auch wieder drei Sachen. Ne? Kurz mal hier die üblichen Level-Ups. Dann habe ich hier noch einen Shop. Aha, aha, aha. Und dann natürlich die Ausrüstung. Da kann man hier den Klingenwirbel zum Beispiel verbessern. Mal gucken, was haben wir denn hier noch? Die Feuerkette wollte ich eigentlich auch häufiger nochmal benutzen. 63, dafür mehr Kraft, mehr Alchemie, Mittelgewicht, mehr Wucht. Könnte man eigentlich mal machen, ne? Die Feuerkette so langsam. Und die dann auch aufleveln. Ach, die ist schon Level 2. Na gut, immerhin. Und das hier ist die Hellebarde, die ich am Anfang hatte. Es ist gleichzeitig Waffe und, also Nahkampfwaffe und Fernkampfwaffe. Ja. Hab die jetzt nicht weiter aufgelevelt, aber eigentlich war die auch nicht schlecht. Aber wie ihr an den Werten seht, ist die halt ein bisschen überholt mittlerweile. Okay, so. Was will ich denn kaufen? Ich will auf jeden Fall mehr Fiolen mit reinem Öl kaufen. Wie kann ich dann da... Ach, das kann ich hier gar nicht kaufen. Die muss ich in der Boutique kaufen. Da. Also diese Öldinger sind schon wichtig. 34. Schon ganz schön viel, ne? Nee. Wir machen das mit dem Rest. Das machen wir später. Wir machen erstmal die Verbesserung. Die sind am wichtigsten. Kraft, Robustheit, Elan ist ja unten ganz klar. Sieht man ja immer gut, wofür es gedacht ist. Die einzelnen Elementarschaden kann ich mir im Moment noch sparen. Vielleicht physischer Schaden noch mal ein bisschen mehr und Gewandtheit könnte ich mir wirklich mal verbessern. Aber ich habe noch nicht mal genug. Ich muss erst noch mal rausgehen und die... Ach nee, das kann ich ja auch hier machen. Ne? Okay, das mache ich kurz hier. Und meine Seelenchecks, wie wir sie seit Souls nennen. Hier ist es halt natürlich was anderes. Benutzen. Ich glaube hier. Auch schon wieder eine Weile her. Und zwar hier, die Essenzen. Die kann ich jetzt nämlich verwenden. Dafür kriege ich dann natürlich meine... Wie heißt es hier? Anima. Mein Kram kriege ich wieder. Jetzt ist die Frage, Gewandtheit, Kraft, Robustheit. Ich habe halt bisher immer alles irgendwie auf Kraft gemacht, weil Wucht und physischer Schaden mir durchaus gefällt.
Ich könnte aber auch deutlich mehr Ausdauer mal gebrauchen und leben, ne? Beides nicht schlecht. Komm, dann machen wir mal Elan. Gönnen wir uns mal ein bisschen Ehrgeiz hier, ein bisschen Beweglichkeit. Und von den 1000 kaufe ich jetzt schnell noch 13. Wie heißen die? Fiolen. Ah, das ist doch ein Deal. Das sieht aber auch apokalyptisch aus hier. Also als Setting ist es doch noch relativ frisch. Also als reines örtliches Setting, finde ich, ist man hier noch relativ gut dabei. Mit was originellerem, neuerem. Lavoisier-Verstärker. Okay, der ist es super. Da werde ich direkt nochmal zurückgehen, weil, wenn ihr euch erinnert an meine letzte Session, der Lavoisier-Verstärker ist selbstverständlich, wie wir alle wissen, für... ich weiß es gar nicht. Doch, ich weiß es, aber ich habe vergessen, wie es hier heißt. Da kann man halt was aufleveln mit. Hier unter Verbesserung wird es ja auch, glaube ich, nochmal angezeigt. Was genau hier? Nee, hier, ne? Der Verstärker erhöht die Wirksamkeit der Heilung. Und das andere war die Menge der Heiltränke. Also ganz klassisches Prinzip, auch wieder hier. Aber warum ändern, wenn es doch funktioniert? Na komm, wenn da jetzt nicht in der Ecke irgendwas ist. Das meine ich aber auch. Jetzt bin ich hier extra um die Seite rumgegangen. Natürlich, als Maschine sinkt sie wie ein Stein, sollte man ins Wasser fallen. Und das passiert ab und zu. Glaubt es oder nicht. Okay, ich wollte eigentlich hier hoch, aber da kommt man nicht hin, ne? Vielleicht... Nee, das glaube ich nicht, dass man hier... hier rüberspringen kann irgendwie. Ich würde es halt gerne ausprobieren, aber wenn ich jetzt hier so rüberspringe und dann sterbe... Na komm. Ja! Oh Gott, es geht! Ich habe nicht damit gerechnet. Na gut, hier kam ich auch her, ne? Ah, okay, wie komme ich hier rüber? Es geht einfach nicht. Hä? Nö, geht doch. Ich Idiot, hab in die falsche Richtung geguckt. Ah! Okay, jetzt muss ich vielleicht auch mal langsam die Elemente benutzen. Ah, gut. Jetzt benutze ich hier die Feuerkette. Weiß aber gerade gar nicht, ob die Schaden macht. Sieht irgendwie nicht so aus, ne, als ob die Schaden macht. Und sehe ich sie. Oh, shit. Das war ein wuchtiger Schlag. Ah, auch geil. Habt ihr das gesehen? Der haut mit seinem Kopf auf seine Schneide, auf die glühende Schneide irgendwie ein. Und das erzeugt so eine Art Hitzedruckwelle, wenn ich das richtig sehe. Irgendwie cool. Nee, ich habe hier echt die falsche... falsche Waffe. Das war zum Glück schneller von der Seite. Schön finde ich, wenn jetzt hier dieser Stab langsam aufhören würde zu glühen. Das finde ich nice. Das fände ich ein schönes Detail. Das hätte man ruhig machen können für mich. Oh, danke, Rage Kit. Diese Suizidbots. Okay. Immerhin. Ich glaube, ich kann hier bald nochmal zurück und direkt nochmal neu leveln. Oh, ein Spatten. Ich wollte Schild machen. Dabei habe ich das ja gar nicht aktiviert.
will das mit dem Blocken jetzt auch mal wieder lernen. Das habe ich alles schon wieder so ein bisschen verlernt innerhalb der anderen Spiele. Okay, wie blockt man hier nochmal? Ich muss mal gerade gucken. Das interessiert mich jetzt echt mal. Das nervt ja, wenn man das nicht weiß. Moment. So, Option. Steuerung. Was haben wir noch? Springen. Haken des Bischofs, das sind die, sieht man jetzt, diese Waffen, die ich später kriege, die habe ich aber noch nicht. Das ist dann auch Metroidvania-esque. Man kann dann zurückgehen und nochmal sich alles genauer angucken, die Orte, an denen man war und da dann gegebenenfalls auch noch was freischalten. Okay, hallo? Wo ist denn ausweichen? Blocken. Abkühlen ist Y, ja, das kennen wir schon. Damit kann man sich die Ausdauer regenerieren, ausweichen, sprinten, Spezialtechnik. LT, RT, RB. Komisch. Es scheint kein richtiges Blocken zu geben. Ich glaube, es gibt Blocken. Ich glaube, es gibt Blocken. Also ich nehme an, es gibt halt vor allen Dingen, das gibt es natürlich, aber das hängt ja mit der Waffe immer zusammen. Das heißt, man müsste zwischendurch hin und her schalten, um blocken zu können. Schwierig. Das ist echt schwierig. Es dauert ja, wie ihr seht, auch eine kleine Sekunde immer. Ah, ist ein schöner Move, aber es sieht schöner aus, als er wirklich im Moment effektiv gewesen ist in den letzten Kämpfen, die ich hatte. Kann ich auf die Kutsche, weil... Genau. Ach komm! Man kann die Säcke nämlich zerschlagen. Ja, und da ist immer was drin. Immer geiler Shit ist da drin. Essenz eines edlen Geistes hat er da oben an der Lampe festgebunden in einem Sack. Ja, wenn man hier nicht wieder stirbt. Ah, ich dachte, ich kann vielleicht die Treppe da hoch. Nope. Wow. Ich glaube, das Spiel gewinnt nochmal an Strategie, wenn man diese drei Waffen hat und dann für jeden Gegner das passende Gegenelement sozusagen mitnehmen kann, benutzen kann. Ah, okay, Modulschlüssel. Davon brauche ich leider noch einige. Ob man da drauf hüpfen kann? Nee, okay, jetzt ist das geklärt. Ich dachte, ich soll hier wirklich da irgendwie über diese Holzpfeiler rüberhüpfen. Nee, nicht mit mir. Links kann sie springen, das kann nicht einmal Kratos. Moment, Kratos kann doch auch springen, oder? Kratos kann nicht springen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Kratos kann nicht springen? Naja, gut. Dann glaube ich das mal. So, hier geht's weiter. Oh ja, da schreit alles nach Endboss-Time. Naja, mir soll's recht sein. Komm, mehr als richtig auf die Fresse kriegen kann ich eigentlich nicht. Vom instabilen Tranchierer. Oh, der ist ja wundervoll. Der tranchiert alle. Schön filettiert. Oh oh. Tranchierung findet statt. Kann ich denn eventuell den jetzt schießen von hier? Das ist natürlich immer die erste Frage. Ja? Wenn ich jetzt ballere? Das hat gar nichts gebracht. So vielleicht? Nee, es bringt einfach nichts. Okay. Geronimo! Das ging direkt daneben. Aber vielleicht kann ich ihn so um die Ecken kriegen. Ja, so um die Ecken geht.
shit, shit! Das Dumme ist mit der Energie, sie kommt nur langsam wieder. Ausdauer! Mal gucken, was mein Schild macht. Was? Ich sag doch noch mal gucken, was mein Schild macht. Das stellt sich raus, macht gar nichts. Macht überhaupt nichts, das Schild. Au, das hat sogar Energie gekostet. Okay, jetzt laufen wir da wieder schnell hin, denn ich will jetzt ohne weitere Umschweife direkt meine Kosten wieder einspielen. Ey! Lassen Sie mich! Hören Sie auf! Oh, ich weiß ohne Scheiß gerade nicht mehr, wo es weitergeht. Ich bin doch hier nicht. Hier bin ich doch nicht weitergelaufen. Hier nochmal der Eingang. Das war irgendwas mit Hüpfen oben, ne? Da, da war's. Oh, jetzt warte ich nochmal, bis ich einmal wieder volle Energie habe. Hm, vielleicht sollte ich hier auf die Feuerkette umwechseln, ne? Die ist vielleicht ganz gut. Kann man zumindest mal probieren. Die hat ein bisschen bessere Reichweite. Und sind ja beides Level 2 Waffen. Also vielleicht ist die gar nicht so schlecht. Da. Erstmal gucken, ob hier nicht nur irgendwas Geiles versteckt ist, was ich mitnehmen kann. Nee. Wichtig ist, dass ich meinen Kram einsammle. Das ist wirklich wichtig. Da ist doch noch was. Na, mach doch mal was. Okay, er sägt um sein Leben. Da hat die Reichweite nicht gestimmt, aber die Idee war schon mal nicht schlecht. Ah, ich brenne! Warum brenne ich denn? Wann ist das denn passiert? Ich brauche erstmal Energie. Gut, dass er da hängen bleibt. Das finde ich ganz angenehm. Oh oh! Ach shit, ich muss viel mehr meine Ausdauer regenerieren. Das ist wirklich nervig. Dass ich das nicht mache. Aber ich bin doch so fokussiert in der Mitte des Bildschirms. An alle Ecken muss man gucken. Oh, der tranchiert, aber da krieg ich Hunger. Der wäre super. Shit, 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 shit. So, einmal nochmal heilen. Und zwar richtig. Jetzt habe ich neue Klamotten. Na endlich, alles für den Zylinder. Was? Was willst du denn jetzt? Wir haben hier wirklich anderes zu tun. Jetzt kommen hier der kleinen Vasalle noch. Die Minions kommen noch, oder was? Darf hier jeder nochmal? Kann auch gleich die örtliche Ratte nochmal an mir rumnagen. Nee, jetzt ist aber wirklich genug. Einer von euch kommt jetzt, der andere bleibt.
Troller! Oh, wieder die Energie verkackt. Shit, 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 shit. Simon muss jetzt ganz dringend erstmal sich retten. So, hier bleiben wir jetzt erstmal und laden auf. Uiuiui. Und ich brauche eine andere Waffe. Ich finde die hierfür nicht so geeignet. Da ist dann der Säbel und Tauchhorn ein bisschen besser. Und ich würde halt gerne die Waffe mehr benutzen. Ich würde gerne mehr schießen und schilden. Hoffentlich kriegt ihr jetzt nicht wieder volle Energie. Wo ist denn jetzt der kleine? Wo ist denn jetzt der kleine Drecks? Gegner, der sich da so reingefriemelt hat. Wo ist der denn jetzt, wo ich ihn gerne mal einzeln machen würde? Wo ist er denn? Jetzt ist er weg. Okay. So, wir fangen jetzt mal an wieder mit der Waffe. Jetzt mal gucken, ob er... Ja, okay. Das finde ich fair, dass er jetzt nicht wieder volle Energie hat. Ja, das muss man viel häufiger benutzen. Das ist ein klares Problem, dass man das nicht gemacht hat. Einfrieren und dann draufhauen. Ah. Hab ihn! Einmal noch, komm! Ein Schlag! Nein! Wie ich mitten im Schlag! Komm jetzt, hau einmal! Weil ich die Ausdauer wieder verdödelt habe. Komm jetzt! Kann ich ja kaum glauben. Der Simon, der macht spannend! Once the malaise is gone, all that remains is the massacre. Gute Frage. Ist das Game 50 Euro wert oder lieber auf einen Sale warten? Ich würde sagen, lieber auf einen Sale warten, weil das für mich wie ein Spiel wirkt, von dem man erwarten kann, dass es irgendwann einen Sale gibt. Und es ist auch nicht so brandheiß, super top, aktuell, mega geil, dass man es jetzt unbedingt spielen muss. Aber ich finde, für alle, die neues Futter suchen, das ist so diese 7 von 10 Wertungsnische, die ihr alle kennt. Fans greifen zu, alle anderen spielen Probe. Das ist in dem Fall, würde ich das genauso unterschreiben, weil es einfach so schwer ist, jetzt genau zu unterschätzen, wie viel, Spaß euch das jetzt macht, mit dem Vorwissen, dass ihr über Souls und ähnliches habt. Da hat jeder, glaube ich, ein bisschen eine andere Meinung. Ich habe auch gelesen, viele haben das Spiel kritisiert. Da kann man sicher auch was kritisieren, das will ich gar nicht sagen, aber es ist so als angenehmes MeToo. Spektakel ist es doch eigentlich ganz gut. Also da fühle ich mich irgendwie gut unterhalten. Aber jetzt 60, genau. Es wirkt wie ein Spiel, was irgendwann im Game Pass landet. Es wirkt wie ein Spiel, was irgendwann 20 Euro nur noch kostet. Warum also sich beeilen? Ich meine, es gibt natürlich auch keinen Mangel an Souls-like-Titeln. Das sieht man ja jetzt an Wolong. Dann kommen jetzt die ganzen anderen Sachen erst noch raus. Life of Pi warten jetzt natürlich alle drauf, weil das auch so richtig faszinierend anders aussieht, als man es gewohnt ist bisher. Er hier war noch übrig. Also daran wird es wirklich nicht mangeln an Spielen dieses Genres. Oh, meine liebste Rose, möge es dir gut gehen, wenn du dies liest. Hier kursieren die beunruhigendsten Gerüchte. Unsere Kameraden sollen an mehreren Stellen in der Stadt besiegt worden sein, ohne viel Widerstand leisten zu können. Es gibt Gerede über feindliche Bataillone von Maschinen, die unaufhaltsam zu sein scheinen. Entschuldigung. Uns bleibt jedoch Hoffnung. Die Offiziere sagen, der Marquis de Lafayette sei bereit, das Kommando zu übernehmen. Noch ist er uns nicht erschienen. Ich weiß nicht, ob wir uns wiedersehen, meine Liebe. Was auch geschieht, du sollst wissen, dass das Passwort für meine Bitcoins ist... Ach, leider zu spät. Ja, hättest du mal ein bisschen weniger Liebe geschrieben und lieber den Private Key rausgerückt. Kann man nichts machen.
er nimmt sie mit ins Grab. Und die NFTs gleich mit. Das ist ja eigentlich auch geil. Er wurde erstochen mit dem Bajonett in seinen Schritt, in seinen Roboschritt. Tja, wo kann man hier lang? Das hier war ja erstmal nur ein Endboss-Areal. In der Mitte ist noch eine Kiste. Ah, auf der anderen Seite vielleicht. Das kann sein. Irgendwo hier habe ich, glaube ich, noch eine gesehen, ja. Ah, da geht's weiter. Okay, das merken wir uns. Na, ich glaube, die Kiste haben wir. Ich glaube, die eine Kiste haben wir schon. Ansonsten habe ich mich hier verguckt. Nee, hab sie. Was? Also jetzt? Ach da! Jetzt sehe ich sie erst. Ey, die habe ich wirklich in dem ganzen Grün, habe ich die nicht gesehen. Vorhin im Kampf ist sie mir kurz aufgefallen. Sie ist verschlossen. Scheiße, ey. Jetzt kommen sie auch noch mit verschlossenen Truhen an. Gut, dann gucken wir nochmal. Ich glaube, wir haben nicht genug. Wir brauchten ja eben auch schon mehrere tausend. Vielleicht, wenn ich unter Ausrüstung nochmal meinen Kram angucke. Vielleicht habe ich da noch was. Da, sage ich doch. Verwenden. Her mit dem Kram. Und dann... Oh, reicht immer noch nicht. 4000 habe ich. Shit. Das muss ich aber auch sagen. Eigentlich war das ganz geil, so viele von diesen Fiolen zu haben. Einfach nur 40. Ich nehme alle. Alle, die sie haben. Ich habe immer noch keine Ahnung, wofür diese Alchemie-Kapsel eigentlich ist, aber ich kaufe sie gerne weg. Also jetzt erzählt mir doch mal nicht, dass das nicht genauso aussieht wie jede andere Ecke, in der wir hier in der letzten Stunde rumgelaufen sind. Ach, da kann ich darüber hüpfen. Okay, ja, das wollen wir aber nicht, ne? Oh shit! Ja, so, immerhin. Ah, okay, wenn man die beschießt, dann kann es sein, dass die so eine Kettenreaktion auslösen, oder was? Sah so aus. Ach, ich brenne! Ich brenne! Ich dachte schon gerade, cool, ich bin so hot, dass meine Dings schon Feuer fangen. Aber nein, das war ein Elementschaden. Hätte ja auch sein können, dass man sich überhitzt und dann fangen so die kleinen Schaltkreise an zu glühen und brennen. Wie bei eurer Grafikkarte, kurz bevor sie sich verabschiedet. Gut, dass ich so viele von diesen Fiolen gekauft habe. Die machen sich jetzt bezahlt, finde ich. Ich wünschte nur, sie würden ein bisschen schneller gehen. Das ist echt... Da zahlst du schon richtig Asche für und dann brauchen die noch so lange, um dich aufzuladen. Okay, also dieser, ich mache ihn ja gerne, ne? Ich würde ihn gerne besser nutzen, aber dieser R2-Angriff ist ein bisschen wie der in Dark Souls. Er bringt nicht wirklich was. Er braucht zu lang, er ist zu hübsch und bringt am Ende leider nicht genug. Ich habe ihn doch hier gesehen. Habe ihn doch wirklich gesehen.
So, den werde ich jetzt mal einfach nur für den Effekt mal mit dem Eis. Weil der ist ja offensichtlich dem Feuer zugewandt. So viel kriege ich auch noch hin, dass ich checke, dass das diametral zueinander funktioniert. Also so cool ich diese Möglichkeit mit den wechselnden Waffen und den Elementarschäden auch finde, desto mehr nervt mich, dass man das nicht so schön rhythmisch einsetzen kann, sondern man muss wirklich so ein bisschen hakelig immer noch die Steuerung wechseln und dann kann man es machen. Es wäre besser, wenn das so mit so einer Kombo-Geschichte, so du drückst zwei Buttons gleichzeitig und dann passiert irgendwas Krasses und man wechselt die Waffen oder so. Das wäre, glaube ich, hätte dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr geholfen, es dynamischer zu gestalten, die Kämpfe. Ich weiß natürlich nicht, wie das später ist. Ich nehme an, das wird später eben noch besser, wenn man die diese Elementar-Bischof-Waffen hat, mit denen man dann eben noch einen speziellen Elementar-Angriff machen kann. Immer brenne ich! Aber der auch so ein heißes Ding am Start hat. Hat einen heißen Docht! Okay, das war jetzt echt blöd. Das hätte ich mir ja denken können. Da hätte ich vielleicht einfach mal die Waffe wechseln müssen. Ja, ihr seht schon. Und schon ist es relativ einfach, ne? Wenn man es richtig macht. Aber man will ja irgendwie... Man will nicht immer so hakelig wechseln müssen. Hat Simon schon ein Fazit gedroppt zum Game? Ah, das ist schwierig. Nach 5 Stunden fällt es einem dann doch schwierig, da schon ein genaues Fazit zu haben. Ich kann ein paar Sachen sagen. Es ist... schön, es ist originell, es ist aber auch vieles, was man schon kennt. Es ist ein bisschen hakelig in der Steuerung, der Spielmechanik und vor allen Dingen auch in den Gegnerkämpfen. Also das Moveset ist alles ein bisschen hakelig, passt aber zum Automaten-Setting, also dass das alles eben Roboter sind, die jetzt auch nicht so galant funktionieren wie in Nier oder so, sondern dass das eben einfach alte, man könnte schon fast sagen Steampunk-Maschinen sind. Dann ist es, die Story ist verwirrend. Die Umgebung ist verwirrend, weil man immer wieder sich verläuft. Aber es macht Spaß. Es ist nicht so schwer wie Souls-like. Es flutscht so durch. Wie gesagt, 7 von 10 ist das Beste, was ich dazu sagen kann. Und jetzt gucken wir nochmal rein. Ah, der Filetierer. Den Schleifstein immer dabei. Da hat er seinen Ring verloren, oder? Kann das sein? Nee, den Ring haben wir ja vorhin gefunden. Und er geht auch. Er geht einfach. Ja gut, tschüss. Ja, nur die Bibel kann ihn retten. Na dann, viel Erfolg. Take this to the clerk's office at the Chatelet. Grüße an Herr Grammlich. Schöner Name. Wir machen kurz an dieser Stelle eine Werbepause von 3 Minuten. Ich hole mir einen Cappuccino, ich brauche noch einen, aber dann sind wir gleich wieder da. Freut euch schon mal. Genau, das ist das neue Format mit Kai Pflaume. Nur die Bibel zählt. Hier, wir machen kurz Werbung. Ich habe die Werbung reparieren lassen, wurde mir gesagt. Angeblich soll sie jetzt wieder auch nur genauso lang laufen, wie ich es andeute. Jetzt klicke ich auf den Button. Ich hoffe, in 3 Minuten sehen wir uns wieder hier mit noch mehr Steel Rising. Bleibt dran. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, was für ein Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl. Oh, wir können sitzen. Nee. Das ist der Stuhl. Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, was für ein Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl. Oh, wir können sitzen. Nee. Das ist der Stuhl. Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl.
ich zum Sitzen da. Jawohl! 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 Wir spielen weiter. Wir sind hier immer noch in Steel Rising. Und der ein oder andere im Chat hat gerade schon völlig zu Recht Greedfall ins Spiel gebracht. Das ist der Titel der Entwickler, der vorher rauskam. Ich kann mich erinnern, dass ich Greedfall auch gespielt habe. Ich könnte jetzt aber auch gar nicht mehr genau sagen, was jetzt genau der Unterschied wäre. Ich müsste es mir nochmal angucken. Also optisch sagen viele, es sehe ähnlich aus und hätte quasi dieselbe metallische Assets und so benutzt. Gut, von meiner Seite aus kann natürlich ein Entwickler gerne bei sich selbst klauen, so viel er will. Aber man muss es ja nicht mögen. Aber da ich das jetzt so nicht kenne, stört es mich nicht. Okay, jetzt kann ich mal gucken. Habe ich hier nicht noch... Ach ne, das sind die Klamotten, ne? Das würde ich gerne mal verbessern hier. Hier vielleicht, genau. Vielleicht werde ich jetzt einfach mal... Ach nee, dafür fehlen mir die Bronzebarren. Seht ihr immer hier. Essenzen und Bronzebarren fehlen. Aber den Hephaistos-Knüppel... Ah, das sind hier diese... Sind das Nunchucks? Die könnte ich mir eigentlich mal... Das sieht schnell aus. Schnell und stark. Da hole ich mir doch mal schnell die Essenz noch, die ich vielleicht noch übrig habe. Vielleicht habe ich auch keine. Da! Mindestens eine habe ich noch. Die muss reichen. Und jetzt kann ich mir hier das aufleveln, oder? Kann ich? Ja. Machen wir. Und dann direkt mal benutzen. Hier sehen wir, wir brauchen für die Steckplätze noch weitere Schlüssel. Das kennen wir ja schon. Jetzt überlege ich, ja gut, kann man echt nehmen, welchen man will. Ne? Nehme ich den unteren. Ich habe 4. Ja, dann ist geil. Dann kann ich ja richtig sogar einen hier reinpacken. Einen weiteren Modulplatz. Da muss ich gerade mal gucken. Mache ich das hier? Hier. Wen habe ich mir gerade aufgelevelt? Den 4. Ne? Da kann ich jetzt einen 2er kann ich das reinmachen. Erhöht mäßig die Betäubung durch Ausweich- und Sprintangriffe. Das sind die einzigen 2er, die ich habe. Effizientes Auflademodul. Was haben wir noch? Flinkheitsmodul. Das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus, ne? Aber nee, die anderen sind erstmal genauso wichtig. Okay, lassen wir jetzt erstmal hier bei. Danke, Schmelzglied. Be not afraid. I am not a member of the Royal Army. Au contraire, I intend to put an end to it. And now comes the time when the wolves are at each other's throats. Yeah. I will not hurt you. You can believe me. Believe you? I'm afraid it's too late, madame. Those whose bodies are strewn about this square paid the ultimate price for their blind trust. Like me, they believed in their country, in the National Guard that they were urged to join. They believed in the Marquis de Lafayette, who was to lead them to victory, but they waited in vain for their savior. Look at them now. See what has become of their beautiful illusions. Ich will doch weiter mit ihm reden. Der hat noch was. How did they die? Steel and fire, madame. We didn't stand a chance. And our wretched commanders must have known it. They saw what that gigantic automat was capable of, yet they let him cross the bridge and didn't sound the retreat. The only reason I'm still alive is that I'm a spineless coward. I couldn't help myself. My legs carried me here, where I hid, motionless. And it was from here that I witnessed the massacre. That creature, a parody of a cardinal, nothing could stop it. Soldiers and volunteers alike were mown down like sheaves of wheat. Jetzt teil doch einfach mal dein gesamtes Wissen mit mir. Does it have any weaknesses? I don't know. My comrades attacked the sphere that supported it. In retrospect, they probably should have tried a different strategy. They should have aimed higher, perhaps, its head. If you could call it a head. There's no way of knowing.
Wirst du auf YouTube noch Thymesia durchspielen? Also Thymesia kann ich mir vorstellen durchzuspielen, wenn ich mich irgendwann nochmal wirklich mit dem Spiel beschäftigt habe und nochmal das Kampfsystem verinnerlicht. Weil ich habe das Gefühl, bei Thymesia ist es wirklich so, dass man ganz extrem raffen muss, wie das Kampfsystem funktioniert. Sonst hast du gerade bei den Bossgegnern einfach auch überhaupt keinen Spaß. Und ich hatte damit echt kurze Momente, gerade jetzt beim zweiten Endboss, wo es mich wirklich an die Grenzen gebracht hat. Monseigneur, dem Marquis geht es sehr schlecht und man muss annehmen, dass seine Stunden gezählt sind. Wären Sie bereit, nach Argentuil zu kommen, um ihm die Sterbesakramente zu spenden? Wir wissen beide, dass er nicht immer ein guter Christ war, doch er fürchtet um seine unsterbliche Seele und verspricht Reue. Ich, sein Kämmerer, bin alles, was er noch hat. Ich bete, dass Sie ihn nicht in derart schrecklicher Einsamkeit verscheiden lassen. Damit verbleibe ich, Monseigneur, Ihr ergebener Diener, Ash. Ich kann es nicht aussprechen. Ash. Tut mir leid. Es tut mir leid für alle französischstämmigen Menschen, die jetzt gerade zugucken und sich denken, werde ich hier verarscht? Die Antwort ist nein. Wenn überhaupt, verarsche ich mich selbst. Und es macht mir einfach Freude. Ich versuche mich nur in dieses Spiel hineinzudenken. Ich möchte Franzose sein. Das hat man weltweit, glaube ich, noch nie gesagt. Okay, Kopf. Der Betbot. Oh Mann, der betende Bibelbot. BBB. We reinvented prayers. Our Biblebot prays 20% faster than any other praying bot. Alter. Okay. Da schmeißt er mit der Bibel! Ah, falsche Waffe noch. Jetzt muss ich ihn noch ein paar Mal treffen, dann ist er eingefroren. Das sieht man an einem kleinen Symbol oben. Einmal noch. Nein, er schmeißt die Bibel! Sein geheimer Move. Das Wort Gottes. Danke der Louis für dein Abo und dein verschenktes Abo. Du nimmst nicht nur, du gibst auch. Bist ein Giver. Okay, komm. Jetzt muss ich ihn manuell sogar noch einsammeln. Das ist ja wirklich eine Frechheit mit dieser Bibel. Das Wort Gottes, es wird dich kriegen. Okay. Vielleicht geht's besser so. Nicht diesen langen Aufladeschuss, sondern immer so schnelle Eisschüsse. Dann kann man immer noch ausweichen. Aber man kommt trotzdem dazu, seine Leiste zu füllen, wie ihr oben rechts sehen könnt. Jetzt. Es war ganz erfolgreich. Ah, wann schmeißt ihr die Bibel? Habe ich ihn. Schieß doch noch einmal. Auch sehr schön, dass oben rechts immer angezeigt wird, wann diese Geschichte wieder vorbei ist. Und zwar gleich. Ja, jetzt. Oh, ist hier andere Phase oder was? Ah. Mann, da komme ich gar nicht weg.
Ach, ich habe gar keine Kapseln mehr. Oh, das hätte ich, da habe ich ein bisschen zu viel rumgeballert, ne? Ja, was soll ich denn da machen, wenn ihr mit dem Kram hier ankommt? Jetzt hat er sich verausgabt. Shit, ey. Jetzt verkacke ich an dieser Stelle, weil ich keine Alchemiekapseln habe. Und auch keine Energie mehr. Und das heilt einfach super langsam, ey. Also, mich nervt diese einkaufbare Energie jetzt schon. Weil die halt wirklich genau dann, wenn du sie brauchst, halt überhaupt nichts bringt in diesen Endbosskämpfen. Da ist sie komplett nutzlos. Und das macht mich jetzt schon wieder ein bisschen traurig, wenn ich drüber nachdenke. Jetzt habe ich auch keine Alchemie-Dinger mehr. Alter. Ja, das mit dem Klingen und dem Weglaufen ist gar nicht so einfach. Du kommst da nicht so leicht weg. Klar kommt man irgendwie weg, aber in dem Fall war das nicht so einfach, wie ihr denkt. So, was kann ich hier noch kaufen? Jetzt will ich mir... Ballern möchte ich. Habe ich alles nicht, ne? Gar nicht genug Kram. Okay, aber könnte ich es denn hier kaufen? Aha, okay. Stiefel, Module... Ach, die kann ich sogar auch kaufen. Das wusste ich nicht, dass ich die sogar kaufen kann. Da kann ich mir ja meine Waffen theoretisch auch manuell aufleveln. Okay, gut, gut, gut. So, habe ich noch. Nee. Was jetzt sicher nicht falsch ist, ist hier so ein bisschen die Frostgranaten kaufen. Damit kann ich, da ich ja jetzt weiß, wie es funktioniert mit dem Einfrieren, ich das ja aber jetzt gar nicht mehr machen kann. Ah, nichts Gutes. Kann ich vielleicht diese Granaten benutzen, immerhin. Nee, auch nicht gut. So, wir gucken mal. Ja, ihr habt natürlich recht, ne? Ich muss auf den Ausdauer-Push gucken. Das ist wirklich ein klassisches Problem. Ach komm, ey! Wirklich! Bin gerade erst hierher gekommen! Man kann es auch übertreiben, du Plunze! Habe ich mir auch die Eisdinger gar nicht gegeben, sozusagen. Gar nicht eingestellt in mein Inventory. Aber es wäre gar nicht so schön. Dann mache ich das beim nächsten Mal. Ich habe sie ja. Oh, mehr Y drücken. Okay, da haben wir wieder mal den Hinweis gehabt. Also in diesem Modus geht er ja. Im zweiten Modus ist er schon ein bisschen kniffliger, finde ich. Aber er powert sich ja auch immer ein bisschen aus, ne? Die kann nicht so gut. Die hat nicht so viel Ausdauer, die Kugel. Ich, wirklich, es ist nicht so, als ob ich es nicht versuche. Sobald er anvisiert ist, ist das Steuersystem komplett langsam. Finde ich zumindest, dass sie dann sehr langsam läuft. Aber es ist wahrscheinlich nur Einbildung, ne? Ich hab den Dash gemacht.
Danke, Arzcourt, für dein Prime-Abo. Nein, weil ich halt einfach scheiße bin! Guck mal, wie langsam dir die Energie wiederkommt! Das ist ja wirklich Millimeter! Das ist ja komplett nutzlos, dieses Energie-Getränke-Scheiße hier. Ja, wirklich nutzlos. Das bringt mir am Ende einen Zentimeter. Dann gib mir doch einen, mach doch daraus einfach eine kleine Scheißflasche. Drops, homöopathische Energie. Das ist doch wirklich scheiße hier. Guck dir mal an, wie da nichts kommt. Warum ist das so? Guck mal, Unschein, ich bin die ganze Zeit am Nachladen und es bringt wirklich gar nichts, was die Energie angeht. Das ist wirklich ein halber Schlag und dann bin ich wieder genau da, wo ich angefangen habe und die Scheiße kostet auch noch voll Geld. Ja, ne, und den Move machst du halt einmal und dann warst du schon wieder, weil du einen auf den Sack kriegst. Okay, es bringt einfach nichts. Ich kann noch so viel von der Energie nehmen. Die kommt einfach nicht wieder. Shit. Ihr seht's ja, ne? Ich krieg jetzt hier so selten. Also, das hätte ich mir wirklich sparen müssen. Werde ich jetzt ab nie wieder kaufen, die Dinger. Fand ich eigentlich eine coole Idee, aber das bringt ja gar nichts. Ja, ganz im Ernst, das war auch kein guter. Das ging nicht gut. Jetzt muss ich halt erstmal den ganzen Scheiß einkaufen. Wahrscheinlich nichts, ne, was ich hier groß machen kann. Die Waffe wechseln. Also die wirklich, Mann, ist das ein Haufen Scheiße hier. Kann ich den auch verkaufen? Kompletter Crap, wirklich. Komplett nutzlos. Nee, kann ich nicht mal verkaufen. Dabei verkaufe ich doch so gerne. Steht da irgendwas, was ich gerade anders hätte machen sollen? Das ist einfach nur trinken. Leicht repariert. Leichtere Schäden repariert. Gar nichts hast du gemacht. Das ist eine Metallpolitur. Mehr ist das nicht. Bla bla bla. Okay, zur einmaligen Verwendung. Also komplett nutzlos. Oh Mann. Oh, okay, ich probiere jetzt mal eine andere Waffe aus. Was ist denn mit den Knüppeln? Habe ich die denn nicht eben noch auf 2 hochgelevelt? Da wart ihr doch dabei, oder? Die habe ich doch eben erst hochgelevelt. Warum sind die denn jetzt wieder auf 1? Aber das bringt mir dann auch nichts. Na gut, dann muss ich es doch so machen. Vielleicht... Naja. Ja, okay, jetzt habe ich hier eine kleine Pattsituation. Ich könnte jetzt nochmal zurücklaufen und mir Alchemie-Munition holen. Wobei, ich muss mal gerade gucken, wo die überhaupt, ob man die kaufen kann. RB verkaufen, danke. Tschüss, Leute. Oder die gehen, macht's gut. Wir sehen uns später wieder. So, ich kann da, glaube ich, auch verkaufen. Da, okay. Sowas wäre nicht schlecht.
So, Alter. Ey, für 100 gekauft und für 10 verkauft. Ah, oh, ich hasse euch so sehr. Okay, dann mache ich jetzt was anderes. So, ich rüste mir jetzt meinen Gürtel anders aus mit den Sprenggranaten, die sind stark. Jetzt mache ich halt die Granaten. Ich habe jetzt irgendwie nicht wirklich die Möglichkeit, hier was anders zu machen. Blitzgranate kann man mal mitnehmen, Brandgranate kann man mitnehmen. Hatte ich nicht sogar noch eine Eisgranate? Oder habe ich das jetzt alles? Irgendwas habe ich eben gekauft und dann scheinbar wieder verkauft oder so. Ich hatte hier noch ganz andere Sachen noch. Was können wir hier noch gebrauchen? Ausdauerflüssigkeit könnte ich halt echt auch mal benutzen, ne? Ich nehm's mal. Ich nehm's mal mit. So. Huiuiui, das wird jetzt schwierig. Das wird jetzt... Na, wobei, vielleicht wird's auch nicht so schwierig. Aber es ist halt, sobald man diese Munition nicht mehr hat, ist man schon ein bisschen in der Bredouille, merke ich. Lange. Okay, das muss man wirklich mehr machen. Während ich den Angriff mache... Ah! Während ich den Angriff mache, muss ich schon Y drücken, um meine Power wieder zu holen. Jetzt achtet mal oben links drauf. Ah, diesmal hat sich... Jetzt. Unten links meine ich natürlich. Warum bist du denn jetzt auf ihn drauf? Ich hab doch nach hinten gedasht. Immerhin hat er mich nicht so richtig erwischt. So. Also man kann da nicht viel machen, ne? Das habe ich jetzt einmal schon erlebt. Man kann gar nicht mit ihm kämpfen. Man muss warten, bis er da irgendwie sich wieder beruhigt. Ja, manchmal will man eigentlich nach hinten, ne? Und dann hat man den Button nicht richtig oder den Analogstick nicht rechtzeitig in die richtige Richtung gedrückt. Und dann macht er automatisch einen nach vorne. Das ist wirklich der klassische Fehler in diesen Spielen, dass man nach vorne dasht, obwohl man nach hinten will. Aber es passiert auch hier. Jetzt muss ich wieder nur warten, nehme ich an. Mein Gott, das Wort Gottes. Seine Worte schneiden scharf. Der Bibelmetzger. Ah, okay, jetzt ist die Zeit für meine Specials gekommen. Seht ihr, jetzt hält sich aber auch meine Energie, lädt sich wieder ganz anders auf. Viel schneller. Das war irgendwas, war vorher komisch. Vielleicht war ich da irgendwie eingefroren oder hatte irgendeinen Buff. Ja, da wollte ich kämpfen, ne? Ja, dann kaufe ich mir den Weg doch einfach zum Sieg. Hast du nicht gedacht, dass ich so viele Granatsche dabei habe, ne? Ja. Ja, wie gesagt, so richtig schwer ist es nicht. Man hat natürlich schon immer wieder auch mal eine Herausforderung, aber richtig schwer ist es nicht. Santa Maria Mater Dei. Oh,
Absolut richtig. Elemente auf die Waffen machen bringt mehr. Ich muss das System halt noch viel, viel mehr ausnutzen. Im Moment bin ich noch so ein bisschen grob schlecht. Genau, der Roboter wurde gesteinigt. What nightmare, Monseigneur? It was terrible. I was but a shadow among shadows. There was so much anger, despair. How long has it been? A day? A year? Oh, fire! There were flames everywhere! And death! The suffering I was forced to inflict! Oh Lord, what have I done? Is this the hell that awaits our immortal souls? Once our time on this earth has ended, if this is true, then how are we to go on living with nothing to hope for, nothing to believe in? Willkommen in 2023, würde ich sagen. How were you captured, Monseigneur? I was with Abbé Grégoire in Place Dauphine. We'd gone to speak with the volunteers of the Garde Nationale. We implored them not to take up arms against the king's machines. Alas, they refused to heed our words, and we had to leave in great haste. After that, mon Dieu, I can't remember a thing. Those poor people. These automats were truly made in the mold of their master. Ruthless to think. For just one simple reproach against the court, the king cast me into hell. You owe your freedom to Abbé Grégoire. The good abbot, I tell you, this man is utterly irreplaceable. He has devoted himself body and soul to the mission I entrusted to him, investigating the king's entourage, in particular the man who enabled him to create this ungodly army. But mon Dieu, the notes. What notes, Monseigneur? The notes the abbot placed in my safekeeping. Those heretics took them. I know where the documents can be found. I must go to the Châtelet prison. What shall I do? Where will I be safe? Go and join the abbot at the Société des Amis des Noirs. The way is clear for now, but you must go quickly. More automats will be here soon. Ah, jetzt habe ich auch zum ersten Mal eine dieser Spezialwaffen, in dem Fall den Haken des Bischofs. Hui! Ja, Greifhaken. Ein Spiel ohne Greifhaken wäre nur ein halbes Spiel. Mit dem Haken kommt man natürlich überall hin. Und kann jetzt auch nochmal zurück in die anderen Level und sich da umgucken. Die Frage ist, will man das wirklich? Aber ja, wahrscheinlich gibt es am Ende wieder ganz gut Loot. Und dann lohnt sich das auch. Ich weiß nur nicht, ob wir es jetzt machen. Wenn, dann würde ich das vielleicht irgendwann nochmal machen. Quasi, um mich vorzubereiten auf eine weitere Session mit euch. Hm, okay, das scheint eine Sackgasse zu sein. Ich habe ja auch eine neue Aufgabe bekommen. Jetzt habe ich natürlich den Kompass nicht mehr. Den muss ich mir gerade nochmal schnell hier reinmachen. Wie kann ich das übrigens wegrüsten? Ah, okay. Das waren gute Sachen. Die Bombe war jetzt natürlich am Ende ein bisschen übertrieben, ne? Aber das war dann, ich hätte es auch so geschafft, glaube ich, aber ich wollte irgendwie sicher gehen und habe mir dann auch gedacht, weißt du was, du dummer Bastard, du hast es jetzt auch nicht anders verdient, als dass ich dich mit so einer lame Taktik zermetzel. Die Bombe ist eben dann doch stärker als das Buch. Merkt euch das. Okay, hier ist aber sonst auch nichts. Einfach nur schönes Areal. Hier gibt es auch nichts mehr zum... Doch, wusste ich doch, da gibt es noch was zum Abstauben. Modul Schlüssel und ein effizienteres Kontermodul. Kontermodul ist ein sehr gutes Stichwort. Kontern. Gibt es hier nicht vielleicht nochmal ein Tutorial für die Leute, die es verpasst haben? Unter euch. Die verpasst haben, wie es nochmal ging. Wie war das nochmal mit dem Kontern? Die Grundlagen, genau. Verstohlener Angriff. Das haben wir schon. Vestalin aktivieren, Sprunggriff, Spezialtechniken. Haben wir auch schon benutzt. Impulse, Haken. Ich will kontern. Schon komisch, ne? Hier steht nichts von Kontern. Aber es gibt doch Kontern.
Geht's wirklich nur Schild mit der, mit dieser einen Impulswaffe, die dann irgendwie dieses Schild generiert? Das kann doch eigentlich nicht alles sein. Sich damit live Frostschaden, okay, ja klar, kennen wir. Haken des Bischofs, im Kampf werden wir auch noch benutzen. Die anderen Sachen haben wir noch gar nicht. Modulschlüssel, Elementarzustände, dich zurechtfinden, Ölburette verbessern. Ja, ich wünschte... Also ihr seht's, es ist ganz komisch, ne? Es scheint wirklich nur hier mit diesem Schild zu funktionieren. Und das ist aber halt an diese Waffe gebunden. Ja. Und die ist halt leider jetzt im Moment vor allen Dingen komplett nutzlos, weil ich ja nicht mal mit der ballern kann. Ich kann wirklich nur schilden. Ich brauche auf jeden Fall... Aber das war eine gute Waffe. Also war schon ein gutes Ding. Aber ich brauche... Ach, wahrscheinlich komme ich jetzt mit dem Haken hier hoch, oder? Irgendwo. Da. So, jetzt wartet ein Level up. Auf den Automaten. Die Infos stehen bei den Waffen. Es gibt richtige Waffen, deren Skillschild ist. Okay, dann habe ich den noch nicht. Es gibt manche Waffen, da war ein Konter eingebaut. Okay. Also nicht alle. Gut zu wissen. Kraft, Robustheit. Ich finde, ich könnte noch ein bisschen mehr Energie... Doch, Energie könnte ich wirklich gebrauchen. Moment, gibt es hier eigentlich auch irgendwas Negativwerte? Nein, ne? Das sah gerade so kurz so aus. Jawohl, alles in die Robustheit. Stufe 20 schon. Jetzt kann ich hier nochmal gucken. Ah, das sind auch gute... Oh. Geil, Frostfächer. Das sind schon gute Waffen, ne? Die würde ich mir vielleicht nochmal holen. Wir warten aber nochmal ein bisschen. Zumindest... Knüppel. Also ich wundere mich immer noch, warum das eine noch nicht aufgelevelt war. Ich dachte doch, dass ich das schon gemacht habe. Ich kann die Module also auch verkaufen. So. Ballettschuhe, Relikt der Tänzerin. Modulschlüssel habe ich auch schon wieder zwei. Gut, gut, gut. Hier bringt mir das leider noch nichts. Aber als nächstes. Moment, aber habe ich hier nicht sogar ein paar gute Module gefunden? Mal gerade gucken. Haben wir noch ein Zweier? Ne, wir haben nur... Da, Flinkheitsmodul. Na gut, das kennen wir schon. Kontermodul, Panzerungsmodul, instabile Essenzmodul. Nach jedem Schuss oder Elementarangriff eine Alchemiekapsel zurückzugewinnen. Das ist interessant. Also ich kann schießen und dann die Alchemiekapsel wiederbekommen. Das hätte eben sehr geholfen, hätten wir das schon gehabt. Das merken wir uns. Dauer von elementar kritische Angriffe erhöht das Leben. Ja, und das war es im Grunde schon wieder. Okay. So, hier brauchen wir natürlich noch mehr Plätze. Haben wir nicht. Hier könnte man auch nochmal gucken. Komisch, ne? Oh, das ist was Neues. Salvenschlägel. Der gefällt mir. Der haut rein. Schwer. Eine schwere Waffe. Okay. Wir brauchen also... wir haben keine Bronzebarren. Also wir brauchen ungefähr 4.000 brauchen wir. Dann können wir uns diese Waffe einmal aufleveln. Oder ich verkaufe Kram, aber warum sollte ich das denn machen? Das wäre ja verrückt. The Châtelet prison is at the other end of the Pont en Change. This grappling hook will be very useful. Das ist jetzt natürlich extrem Sekiro. Aber es spielt sich auch hier anders als in Sekiro. Also es sind doch eher einfach nur Mittel zum Zweck, um irgendwie in den Raum zu kommen und nicht zwingend so ein krasses Design-Element wie in Sekiro. Glaube ich zumindest. Jetzt werden wir es mal merken. Aha, okay, macht einfach nur Schaden. Ne?
Scheiße. Jetzt muss ich gerade viele Sachen auf einmal machen. Zum einen muss ich gerade meinen Brand löschen und dann musste ich die Ausdauer wieder herholen und dann musste ich noch ein bisschen hauen. Na komm, der reicht jetzt. Ah, einmal von oben beherzt zugehauen. So, jetzt habe ich auch langsam wieder ein paar Alchemiekapseln. So heißen die. Die muss ich mir kaufen. Okay, ich habe beim Händler vorhin gar nicht gewusst, wie die heißen, Alchemiekapseln. Okay. Schade, ich dachte, man kann jetzt geil um die Gegner rumschwingen. Ja, ist ein bisschen schade. Da sind, finde ich, auch Möglichkeiten nicht genutzt worden. Vielleicht kommt da ja noch mehr. Ich meine, vielleicht kann ich den noch aufleveln. Dann hat er ein paar mehr Fähigkeiten. Aber im Moment wirkt es eher wie so eine extra Waffe. Wäre aber schöner, wenn man da mit dem Gegner irgendwas wegnehmen kann, was er vielleicht braucht. So sowas wie seine Waffe ihm wegnehmen oder so. Okay, hier runter. Da unten ist auf jeden Fall... Kann man das aufmachen? Müssen wir gleich mal gucken. Vielleicht gehe ich doch erst nochmal hier runter. Ich weiß nicht, ob ich da runter darf. Komm, wir machen es mal. Ja, im Zweifel gibt es immer irgendein Gadget. Gusseisen. Und ich nehme an, jetzt habe ich hier irgendwo was für den Haken. Jawohl, ein gutes Gerät, dieser Haken. Er hat sich jetzt schon bezahlt gemacht, finde ich. Na, einmal noch. Ja. Man denkt so wie immer. Man denkt, ah, einer geht noch, ein Move noch und dann kriegt man auf den Sack. Aber manchmal geht es dann halt doch. So, wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Da. Das war leicht. Das war nun wirklich leicht. Ah, die Kanalisation des Châtelet. Gleich. Ja, da kannst du mit deinen Hämorrhoiden noch so gut zielen. Das wird nichts mehr heute. Ist jetzt wenigstens tot, ja. Also mit denen habe ich so meine Probleme, weil ich die halt schwer erledigen kann, ohne dass sie sich irgendwann am Ende umbringen und mich mit in den Tod reißen. Hier probieren wir nochmal. Ja, das war jetzt der Haken. Na, man erwartet irgendwie mehr. Man erwartet irgendwie was Krasseres. Muss mal die anderen Waffen benutzen. Deswegen mache ich das jetzt mal, dass wir mal ein bisschen was anderes sehen. Ihr habt ja gesehen, wie es klappt. Man kann sich hier wirklich easy auch umorientieren. Den Salvenschlägel, ich benutze ihn jetzt schon mal. Der sieht so klein und unscheinbar aus, ne? Aber wenn er... Oh, okay, wenn er ausgeholt wird, dann wird er immer größer. Kannst du mal aufmachen, aber dafür haben wir noch nicht genug, glaube ich. Mal kurz gucken, vielleicht kann ich auch ein bisschen was verkaufen. Oh ja, du hast recht, der Sack unter der Brücke. Absolut richtig, kein Sack bleibt ungehauen.
dicken Ding. Was war's? Ausdauerflüssigkeit. Red Bull. Ja, ich glaube, ich mach mal, ob ich genug habe. Wir gucken mal, ob ich genug habe. Ich glaube nicht. Kann ich davon auch noch irgendwas verkaufen? Wie kann man hier nochmal verkaufen? Wahrscheinlich hier, ne? Ja. Also richtig teuer ist hier nix. Nee. Vielleicht hier. Kann ich irgendwas davon? Genau. Kann ich nicht irgendwas hiervon verkaufen? Aber wer will denn seine Waffen verkaufen? Vielleicht die Klamotten, die ich nicht mehr brauche. Genau. Mein Gott, so weit ist es schon gekommen. Die Frau muss sämtliche Waffen Klamotten verkaufen. Hier vielleicht ein paar von den läppischen Modulen, die... Ach, 50. Das bringt natürlich auch nicht viel. Nee, komm. Das kann man sich aber auch sparen. Da könnte man eventuell mal was mitmachen. Ja, warum machen wir das nicht? Komm, wir verkaufen auf das... Wir verkaufen... wobei... Bisschen Gusseisen braucht man, ne? Für das Upgrade der Waffen. Ich verkaufe mal zwei. Ich glaube, dann habe ich nämlich immer noch genug für die Waffe. Und zwar will ich den hier ja verbessern. Der Bronzebarren. Einen. Ich dachte, ich hätte jetzt einen. Okay, dann muss ich vielleicht noch einen kaufen. Kurz mal gucken. Den kann ich doch bestimmt hier jetzt kaufen. Kaufen. Materialien. Bronzebarren. Einen. Gut. Und dann... Geil. Wenn ich jetzt noch zwei Bronzebarren hätte, aber ich brauche auch Gusseisen. Ah, okay. Gar nicht so einfach. Hier könnte ich aber auch meinen, hier könnte ich meinen Säbel, könnte ich noch verbessern. Die Muskete könnte ich auch mal aufleveln. Okay, zwei Bronzebarren brauche ich noch. Dann machen wir das doch schnell. Oder? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist gut. Gusseisen, schon. Scheiß drauf. Brauche ich ein andermal. Jetzt brauche ich Bronzebarren. Zwei waren es, ne? Hoffentlich kann ich jetzt überhaupt noch aufleveln. Platztechnisch, geldtechnisch. Nee, Gusseisen. Oh Mann, ja natürlich. Den habe ich ja gerade verkauft, ne? Hatte ich nur... War das Gusseisen? Ja. Dachte, es gäbe vielleicht auch einen ohne Gusseisen. Hier, nee, den Knüppel. Ja gut. Machen wir so. Okay. Irgendwas kaufe ich noch. Kaufe ich mir noch schön Kraft. Und die Essenz eines Geistes, damit ich hier meine Seelenchecks behalte. Ja, du hast völlig recht, ne, Colonel Hogan. Jetzt gerade funktioniert das kleine Öl aber wirklich gut. Das war vorhin in dem Kampf und davor hat es plötzlich gar nichts mehr gebracht. Ich bin mir sicher, das waren irgendwelche Statuswerte, dass dieser Boss mich irgendwie beeinflusst hat mit den Statuswerten und deswegen hat das keine Wirkung mehr erzielt. Wurde diese Revolution aber wirklich gnadenlos niedergeschlagen. Das Timing der Schläge muss man erstmal lernen. Ne? Man muss das mit jeder Waffe echt erstmal ausbaldowern. Hier war es jetzt auf jeden Fall für mich eher ein Hindernis. Das hat sehr lang gedauert. Aber dafür haut es, glaube ich, auch ganz schön rein. Ordentlicher Zimmermann. So, da gehen wir gleich hoch. Durch die Tür auch noch, durch das Tor. Komm, einmal Treffer. Ah, genau, kurz vor ihm. Naja, man kann ja auch loslassen. Das darf man auch nicht vergessen.
Dann ist der halt nicht ganz aufgeladen. Aber haut trotzdem rein. Immerhin geht das gut von der Hand, der Enterhaken. Schön, Feuerresistenz. Da muss man sich wahrscheinlich auch immer für die Endbosse entsprechend vorbereiten. So ist, haben wir es gelernt und so wollen wir es auch. Wenn du einen Feuerboss hast, haust du dir natürlich das Feuerresistenzmodul rein. Und andersrum. Ach so, ich dachte, eben sagen sie noch aufschließen. I must find something I can use to replace this lever. Oh, okay. Ist hier vielleicht irgendwo noch ein Häkchen? Da erwarte ich doch direkt jetzt was für meinen Haken, wenn, das, wenn du hier so komisch hochlaufen kannst. Nee, tatsächlich nicht. Reicht nicht, reicht nicht. Manchmal ist komisch, manchmal fehlen die Energieleisten der Gegner. So richtig kann ich das auch nicht erklären, warum die manchmal fehlen. Könnte ein Bug sein, kann aber auch irgendwie ein Feature sein. Dafür sehe ich jetzt die von dem Typen links, den ich nicht mal sehen kann. Aber der hier, der wäre wirklich wichtig. Ja, so soll das Timing hingehen. Ach, nee, ich dachte schon gerade, der hat volle Energie, aber das ist er ja nicht. Man muss wirklich die Reichweite genau abschätzen. Oh oh, oh oh, ich brenne. Alles ist gerade scheiße, ich brenne. Frau Ausdauer. Heilen. Heil dich. Okay. Dich hole ich mir auch noch. Wart mal ab, ey. Das dauert keine 10 Sekunden mehr. Dann liegst du. Wollte ich cool von oben einmal kommen. So kann ich es nämlich auch machen. Ich glaube, diese Fiole mit dem reinen Öl ist wirklich einfach nur für solche Ruhemomente wie jetzt gedacht, um sich die energiesparenden, die wichtigen Fiolen hier, die Ölbürette also aufsparen zu können für die Endbosskämpfe oder so. Also zumindest bringt das mehr in einem Endbosskampf, sich die aufzuheben und dafür in diesen ruhigeren Gebieten dann langsam zu regenerieren. Abbé Grégoires Notizen. Selbstverständlich. An alle Beamten der Dienststelle auf Befehl des Königs weise ich sie an, uneingeschränkt mit dem Comte Cagliostro zusammenzuarbeiten und ihm alles zu gewähren, was er mitnehmen oder er einsehen möchte. Thierry de Cosnay, Lieutenant General de Poli. Okay. Schließen. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß dabei, hier die Story zu raffen. Sie ist ein wenig verwirrend. Sie ist wirklich ein wenig verwirrend. Aber sie ist auch nicht uninteressant, aber sie hat sich für mich noch nicht ganz erschlossen, außer dass ich eben weiß, dass hier die... dass die Maschinen diese Revolution beendet haben. So kann ich denn nicht... Ich würde gerne da hochkommen, ne? Wie kommt man da hoch? Über das Seil? Und wie kann ich dieses... Ah, okay, so kann ich das Ding abschießen. Nein! Ja.
würde hier gerne noch darüber. Darüber würde ich gern. Geht nicht. Och, das ist so ein Ding. Man muss drei Buttons gleichzeitig drücken hier. Hochgucken, LB und X. Ich dachte nur, ich habe hier vielleicht noch irgendwas übersehen, aber nee. Viel mehr ist hier nicht. Hier war das. Okay, haben wir. Also die Schmuddeligkeit der Stadt wird schon sehr schön dargestellt. Irgendwie alles sieht ein bisschen unhygienisch aus, als möchte man sich die ganze Zeit die Hände waschen. Möchte man da möglichst mit der Desinfektionsflasche einmal so durchspritzen. Und es, man hat das Gefühl, man kann richtig diesen Verfall, diese Verwesung und die Seuchen und all das, was hier so in dieser Zeit wichtig war, kann man so riechen, gefühlt. Ist irgendwie schön gemacht. Schön schmutzig. Ekelhaft. So, hier waren wir überall. Da hinten waren wir, hier oben waren wir. Da waren wir auch durch. Dann nehmen wir halt den Kompass und gucken mal. Da lang. Moment, die Notizen zurückbringen. Stimmt, das war ja nur um die Ecke. Stimmt, hier war das, ja. Sind wir gar nicht weitergegangen. Ah, oh, sowas ist ärgerlich, ne? Dass die lieber ihre Pirouetten in der Luft dreht, anstatt sich schwerkraftstechnisch zu fügen und nach unten zu fallen. Da ist der Ersatzhebel. Genau das war's. Ich dachte schon, die Notizen habe ich ja schon. Warum zeigt es hier hin? Aber es geht um den Hebel. Okay. Da ist der Hebel, genau. Hier muss es hin. Geil. Okay, gut. Ich glaube, jetzt haben wir genug. 5300. Na, es könnte knapp werden wieder hier für eine Verbesserung. Ja, ganz wenig nur. Okay, vielleicht kann ich noch irgendwas verkaufen, was ich echt nicht brauche. Kriege ich wenigstens noch ein weiteres Update. Das sollte doch sein. Sollte schon drin sein. Okay, Verkauf. Na, die nicht. Schon wieder will er alles verkaufen, der Simon. Aber so ein paar Module, ich brauche doch nicht viel. Ich brauche 400 oder so. Komm. Die Einser werde ich jetzt mal alle verkaufen. Die Einser sind wirklich nutzlos. Außer die, die ich schon drin habe. Und ich kriege ja auch bald neue. Ob das schon reicht? Na, warum sollte ich den verkaufen? Ich habe ihn ja gerade erst gekauft. Pflastersteine kann ich genug verkaufen. Ja, okay. Okay. Vielleicht jetzt? Ja, es reicht. Ein wenig Robustheit gönnen wir uns. So, Stufe 21. 11, 6, 4,
Gewandtheit, elementare Alchemie, das sind halt schon Sachen, da muss ich auch nochmal ein bisschen was investieren. Ihr seht ja die Feuerresistenz und so, diese ganzen Resistenzen sind bei mir noch absolut lame. Aber ich nutze das auch nicht so häufig. Okay, jetzt kann ich hier wieder aufwerten. Habe ich gemacht. Wollen wir doch mal gucken, ob ich jetzt nicht hier schnell noch was reinbauen kann. Nee, da. Moment. So. Habe ich hier nicht noch einen Zweier? Flinkheitsmodul, Feuerresistenz, Flinkheit. Es fehlt nur noch eins hier. Leicht leben, schneller abkühlen. Komm, probieren wir mal das schnellere Abkühlen. Je länger ich zuschaue, desto mehr Bock kriege ich es zu zocken. Ja, es ist ein schönes Spiel. Also es ist wirklich ein Nice-to-have-Spiel, was man aber jetzt auch nicht, man muss jetzt nicht sich irgendwo in eine Schlange stellen, nur um es zu kaufen. Man kann da, glaube ich, ganz easy warten, bis sich das irgendwann mal günstig irgendwo anbietet. Danke, PlayStation, für dein Abo und deine Unterstützung. Ah, okay, Moment. Das könnte eine... Ja, es ist auch eine Abkürzung. Geil. Das ist nämlich das eine Tor, wo wir von einer ganzen Weile schon davor standen. Und ich mich gefragt habe, wann wir da hinkommen. Jetzt haben wir es endlich aufgemacht. Das ist auch so ein Punkt, das hat auch Game 2 sehr schön herausgestellt in ihrem Beitrag, dass man eben hier diese klassischen Genre-Abkürzungen, die man kennt, normalerweise passiert man die und denkt sich, ah, hier bin ich. Und hier gehst du so durch und denkst, ja... Ja, könnte sein, dass wir hier schon mal waren. Weil alles so ein bisschen ähnlich aussieht. Alles braun, grau, Holz, Schmutz, Lichter, Lampen, Maschinen und ein paar Fachwerkhäuser. Das ist schwer wiederzuerkennen. Dieser Schuss macht mir richtig Bock. Der ist zwar wirklich unnötig gerade gewesen, aber er macht Spaß. Ich glaube fast, dass wir hier gar nichts Neues mehr machen können. Wir müssten vielleicht nochmal gucken auf dem Kompass. Genau, ist nämlich so. Hier müssen wir wieder hin. Wie war das nochmal? Okay, komm, wir kämpfen mal kurz mit denen ein bisschen. Kann nicht schaden. Ah, das hat so einen schönen Area-Effekt, ne? Das macht so richtig alle. Zumindest sollte es das sein. Okay, den einen haben wir. Ja, explodier doch von alleine, wenn du unbedingt willst. Der kriegt auch noch einen Wischer. Das ist so eine richtig schöne Bud Spencer-Waffe. So eine Klatsche, alles Matsche. So, jetzt haben wir immer noch das Problem, wie wir hier hochkommen. Wir sind hier ja schon mal hochgegangen. Ah, war das da? Ich glaube, es war hier. So, Kompass, zeig mir den Weg. Da. Ah, da hätte ich auch den Haken nehmen können. Okay, Storytime. Dieu soit loué. It is such a blessing to see you safe and sound. This belongs to you. Bless you, whoever you are. You have our eternal gratitude. I believe you've met Monsieur Julien Raymond from distant Saint-Domingue. He's one of the most eminent members of our organization. And you, mademoiselle, what should we call you? My name is Aegis. Ah, yes. The Aegis. The mighty shield and scourge of Zeus. I wonder, earlier by the Pont Neuf, when you touched Monseigneur's ring, can you explain what happened?
Entschuldigung. The ring called to me. Mal nachfragen, ob ich den Key für Monkey Island kriege. Come now. The moment I touched it, I was transported somewhere else. It was the same strange world that you were in, Monseigneur. Hell, you mean? Or purgatory? Haben wir die Vision gerade schon gehabt? There. I saw Monseigneur giving a sermon. What wickedness is this? This explains the moment when you froze. And this isn't the only time you've experienced something like this, Nespa. That is correct. It also happened with two objects I found in Place Dauphine. And what happened there? That is where I found your Bible and your cross, Monseigneur. How did you know they belonged to me? They demanded to be returned to you. You did not regain consciousness until I did so. This is madness. Let us not be so quick to judge, Monseigneur. I witnessed the moment when your cross was taken from you. Then I saw you being locked in that box. Et bien voilà. It is just as I suspected. Here, Aegis, look at this. Over the course of my research, I unearthed this ancient document. I believe I have finally uncovered its meaning. It's a triangle with an identical inscription at each corner. Nemi, memory in ancient Greek. Then in the center, there is an open eye which symbolizes awakening. Do you understand? The images you saw, Aegis, were Monseigneur de la Fare's own memories. Three echoes of the past tied to personal objects of his. Three Nemi's memories which some dark alchemy had taken from him. Without them, his mind would have remained lost, incomplete. He would never have regained consciousness. But by returning these three objects to him, Aegis, you were able to save his immortal soul. Tell me, Aegis, when you were at the clerk's office at the Châtelet, did you perhaps see a leather wallet? Tschüss, Retro, bis gleich. Wir sehen uns wieder. No, Monseigneur. Ah, that is unfortunate. Most unfortunate. Ich spreche die jetzt mal alle an, oder? Mon père. Plus tard, s'il vous plaît. I need a moment alone. I must read over my notes in light of what we have just discovered. Monseigneur? That other world where you were held prisoner. Do you still feel its effects? This other world, as you call it, Aegis, is none other than hell itself. Gehenna. The place the Lord sends those who worship the beast. But hell didn't keep me. Has God given me a chance to redeem myself, perhaps? What task did you entrust to the abbot? The Holy Office ordered me to keep an eye on the Comte de Cagliostro. This charlatan imagines himself to be the heir of Mesmer, the magnetizer, and seems to have ingratiated himself with the king. There have been disturbing reports about him that could lead to his excommunication. It is said that he can make the dead speak. Can you imagine? I asked the abbot to investigate the surroundings of Eugène de Vaucanson's workshop, where the count had been seen coming and going for several weeks. I cannot disclose the details of what he discovered there, but it may well be related to the events that have plunged Paris into mourning. I bid you farewell, Monseigneur. What do you mean? When were you... When did you... awaken? I do not understand, Monseigneur. Well, that is to say, you talk, you think, you seem to act with some sort of free will. This was not always the case, that much is clear. You must agree that not all automates are as sophisticated as yourself. I'm attempting to unravel the mystery of your true nature. Tell me, what are your very first memories? That is a question I am unable to answer. How strange. In that case, you must surely be able to tell me who taught you what you know. What I know, Monseigneur? Hmm.
How can I put it in a way that you'll understand? For example, you call me Monseigneur. How do you know that this is how one addresses a member of the clergy of my rank? I cannot explain it. I believe... Go on, Aegis. I believe that this knowledge is not mine. Well, I never. Did you hear that, Abbott? I caught every word, mon ami. Heute gab es ein Mega-Update für Ebola 3. Das ist sehr interessant. Ich werde Ebola 3 auch noch weiterspielen. Hat sich bisher halt irgendwie noch nicht ergeben. Vielleicht die Woche irgendwann nochmal. Ich hatte es eigentlich heute vor, aber dann habe ich gedacht, nee, komm, jetzt für den Nachmittag ist Steel Rising doch nochmal ein bisschen besser. Hier werden wir jetzt nochmal ein bisschen palavern. Das sind ja interessante Gesprächspunkte hier. What is the aim of this organization? We publish articles and exert our influence on those who are in a position to improve the lot of our unfortunate brethren. Our numbers grow by the day, and we have many illustrious members, such as the Comte de Mirabeau and the Marquis de Lafayette. But it was Monsieur Brissot and the Abbot that founded the group. Good old Brissot. Shouldn't he be here by now? Yes, mon père. He should have arrived hours ago. Alas, there has been no sign of him. I hope to God that no misfortune has befallen him. What fate does the kingdom reserve for those with black skin? According to tradition, any enslaved person who sets foot on French soil is freed. This rule is most problematic in the eyes of planters in the colonies, who would seek to maintain their precious labor force. This is why, for the past 12 years, no black people have been allowed to disembark in any of the kingdom's ports. Those who accompany their masters on the journey are imprisoned in the Admiralty's jails the moment they leave the ship. As for those who manage to evade the authorities, they live in fear of the raids carried out by the Marshalsea. Are you not subject to these laws, Monsieur Raymond? I am fortunate enough to have been born a subject of the king through my father, and also to have received an education, and to be wealthy. Naturally, that makes all the difference. You are quite a long way from home, Monsieur Raymond. I haven't been back to Saint-Domingue in nearly 5 years. I left my most trusted men in charge of overseeing my indigo plantation. I came to France with the aim of having an audience with the king. I hoped to convince him to use his automats for agricultural work. I was of the belief that this was the best way to ease the suffering of our enslaved brethren. Alas, it was all for naught. I was only able to get an audience with the Minister of the Navy, and even that was granted reluctantly. Later, when the King convened the Estates General, my hopes were renewed. I saw it as an opportunity to make our voices heard. And then, mon Dieu, what a disaster, Aegis. What a complete disaster. War auf jeden Fall ein interessantes Gespräch. Durch das Gesetz und nicht nur durch das Gesetz zu Köln-Kölsch geworden, werden wir die Überreste der Feudalherrschaft und die Ungleichheit zwischen den Bürgern beseitigen. Zur Durchsetzung braucht das Gesetz jedoch die nötige Schwere. Nur so kann es die barbarischen Vorurteile und die erniedrigenden Regeln verdrängen, die derzeit in unseren Kolonien vorherrschen. Eine einfache Aufzählung des Unrechts wird sie von dieser Notwendigkeit überzeugen. Sie müssen wissen, dass in Saint-Dominique jeder Dunkelhäutige, der es wagt, einen Weißen zu schlagen, und sei es auch in Reaktion auf einen Schlag des Letzteren, mit äußerster Härte bestraft wird. Die Vorurteile sind derart ausgeprägt, dass der arme Mann getötet wird, ohne dass irgendein Kolonist sich über diese eklatante Ungerechtigkeit aufregt. Sie müssen auch wissen, dass ein Weißer, der meint, von einem Dunkelhäutigen beleidigt worden zu sein, diesen straflos misshandeln darf, ohne dass die Justizbehörde der Auseinandersetzung irgendeine Beachtung. Was ist jetzt los? Ich kann es nicht fertig lesen. Also, wir haben es mitgekriegt. Ist auf jeden Fall Ungerechtigkeit, die sich hier breit macht. Aber immerhin, vor den Maschinen, vor den Automaten sind sie alle gleich. Das ist doch immerhin etwas. Der Kompass, er wird wieder benutzt. Und scheinbar habe ich hier alles erledigt und muss jetzt auf zum nächsten Gebiet. Natürlich kann man auch immer noch Backtracking betreiben oder sich noch hier ein bisschen umsehen.
Fehler. Nee, die Waffe will ich mir aufheben. Oh, ist das wunderschön. Ich liebe es, wenn dieser Batzen zuhaut. Brauchen wir erstmal nicht. Nee, Ausrüstung, Korrespondenz, Verbesserung, Reisen. Ich würde sagen, wir reisen lieber. Wo müssen wir? Oh Mann. Okay, muss ich doch nochmal gucken, was jetzt eigentlich die Hauptaufgabe ist in Tuilerien. Den Comte de Mirabeau finden. Dann machen wir das halt. Echt nochmal kurz, einmal kurz umgucken und die Luft atmen. Da habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, dass Leute gesagt haben, so toll sieht es gar nicht aus. Naja, das ist schon... Ich finde, das hat schon vor allen Dingen Stimmung. Die Lichtstimmung ist schön. Hier die Details, der Matsch auf dem Boden, die Furchen, ihre ganzen Accessoires, das ist schon nicht hässlich. Aber ist vielleicht eine Geschmackssache, da stimme ich euch zu. Vielleicht nicht für jeden. Ich weiß, ich soll es mir aufheben, aber ich mach's so gerne. Ach komm, der hat mich trotzdem noch erwischt, obwohl ich doch den Erstschlag hatte. Ah, hier doch nicht so geil. Aber der Sprungschlag, der Hieb, der bringt wirklich was. Ey. Artist folgt mir jetzt auf Prime. Danke. Shit! Das ist das Beste, wenn sie umfallen. Dann kannst du schön nachliefern. Kann ja auch noch seine Waffen mit Elementarschaden versehen. Also ich könnte diese Waffe jetzt auch eineisen oder irgendwas in der Art.
Aber bisher habe ich das noch gar nicht so für nötig behalten, gefunden. Ja! Zwei auf einmal. Leider nimmt es halt wirklich viel Energie weg. Da kriegt euch dann fast die Hälfte der Ausdauer nimmt es weg. Aber das soll es mir wert sein. Ah, ich habe nicht Y gedrückt, deswegen ist die Ausdauer weg. Na, weil ich einfach, Mann, ich wollte den Lieblingssprungschlag von mir wieder machen. Aber der war nicht gut. So. Da kommen wir aber schnell wieder hin. Das wird nicht lange dauern. Da haben wir den Kram wieder. Oh, falscher Gang. Da will ich ja hin. Hm, auch interessant. Hier bin ich vorhin gar nicht lang gegangen. Aber hier gibt es auch noch was einzusammeln. Einen ganzen Bronzebarren. Das ist wirklich nice. Der ist teuer. Den stecke ich mir gerne ein. Er braucht den nicht mehr. Die Kette wird hier empfohlen. Ja, werde ich auch gleich nochmal wählen. Im Moment bin ich noch mit der Keule ganz zufrieden. Da sollte ich jetzt besser nicht angreifen, ne? Wenn immer dieser Move kommt, muss man sehr vorsichtig sein. Die alle größeren, mittelgroßen Gegner scheinen so einen Ärger-Move zu haben, den sie halt einfach ausführen können. Und dann darf man ihnen besser nicht in die Nähe kommen, so wie jetzt hier. Danach haben die aber meistens einen Cooldown. Meistens, habe ich gesagt. Ach komm jetzt, das ist jetzt aber wirklich doof. Irgendwann musst du mir aber auch mal einen gönnen. Das ist so das... Ich hau doch schon richtig. Guck doch mal, ich war doch schon richtig. Jetzt aber. Hier wollte ich aber auch gar nicht lang. Das war nur Zufall, dass ich hier bei dem gelandet bin. Ich wollte ja hier weiter. Und mein Zeug einsammeln. Ah, hier, da. Oh, da liegt was. Das deutet ja eigentlich darauf hin, dass hier schon eine ganze Weile die Leichen rumliegen, oder? Wenn hier das Pferd sogar schon so leicht angegammelt ist. Hier ist wirklich zu wenig Fläche, um mit denen richtig zu kämpfen. Hier unten vielleicht. Ja, machen wir nochmal. Machen wir nochmal. Mache ich jetzt die ganze Zeit. Einen noch! Oh. Ich werde gleich die Kette auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren. Aber die muss ich vorher auch nochmal hochleveln. Sonst bringt die leider alleine gar nichts. Ist hier irgendwas zum Aufmachen? Irgendwas zum Abkürzen? Nee.
Das ist ja eigentlich ganz geil, dass der Große immer hier so einen Bronzebarren dabei hat. Der hat die Taschen voller Bronze. Nehme ich. Da wird nicht lange nachgefragt. Monsieur de Mirabeau's home is built on a hill in the area. Ja, da gehen wir gleich hin. Jetzt erstmal nicht. Einmal nochmal kurz gucken, ob ich hier nicht noch irgendwo was liegen gelassen habe. Nee, ich glaube, das war schon. Der ganze Weg hier, da ging es nämlich auch noch weiter, genau. Aber da war da nichts mehr. Doch, hier links. Sag ich doch. Es geht nämlich immer noch weiter. Ah, da hat er mich frontal direkt getroffen, ey. Ach, shit. Ich war zu in diesem Kampf zu sehr gefangen. Ich wollte jetzt mal ein bisschen was ausprobieren. Stattdessen hat sie mich geblitzt. Da war ich doch gar nicht so schnell. Wir rennen da einmal nochmal durch. Den ganzen Kram kümmern wir uns später. Sammeln noch einmal alles ein und dann gehen wir wieder zurück und machen das, was wir eigentlich machen wollten, nämlich da an der Story weiter tüfteln. Fehler, Fehler, Waffe wechseln und einsammeln. Ich will euch jetzt aber alle hier mit. Ja! Wollte er ausholen. Wollte er wieder ausholen. Nicht mit mir. Oh, wundervoll. Okay, das haben wir doch mal ganz gut gemacht. Da haben wir ausnahmsweise mal wirklich alles sinnvoll genutzt und gut Punkte gesammelt. Schön, Kapseln, Kapseln. Ohne Ende. Ne? Der hat sich als Leiche getan. Aber es ist derselbe von eben. Das ist derselbe von eben, verdammt nochmal. Da ist es. Und jetzt kommt wieder das Vieh. Diesmal lasse ich's. Ja, diese Blitzmechanik. Die ist gar nicht so ohne. Nein! Fast! Wir haben dich doch fast! Ja! Shit, keine Energie mehr! Diese Ausdauer jedes Mal!
Man ist doch angespannt bei solchen zahlreichen Gegnern. Und wenn man dann ein paar Mal auf die Fresse bekommen hat, hat man auch den Respekt bekommen. Also nicht, man bekommt nicht Respekt von den Gegnern, das nicht, aber man hat Respekt vor den Gegnern. Das ist jetzt natürlich ein Bereich, wo wir schon mal waren, wenn ich mich nicht täusche, ne? Und hier ist auch vorne der Anfang wieder. Kann ich gleich nochmal zu gucken und nochmal neu aufleveln, wenn ich will. Aber jetzt haben wir, glaube ich, auch jede Ecke hier einmal abgesucht, oder? Jetzt haben wir hier wirklich alles mitgenommen. Oh, da ist noch was. Eine Sache liegt noch. Da stampft doch schon wieder irgendwas rum. Okay, dann werden wir doch mal kurz aufleveln. Das können wir uns gönnen. Nee, das wollen wir ja gar nicht. Ich wollte erst mal rein. Nee, Mann, ich will das aufmachen. Da. Okay, alle Essenzen benutzt. Das muss doch für eine Verbesserung reichen. Jawohl. Wie immer, Leben oder Power. Ich muss sagen, ich mag, dass das auf Kraft gerade so spezialisiert ist. Aber ich muss jetzt langsam auch mal gucken, dass ich die anderen Sachen besser mache. Aber ich habe das Gefühl, dass mir nur diese Resistenzen eigentlich gar nicht so viel bringen. Bringt das mir auch was mit den Waffen? Leveln die Waffen quasi auch mit den Dingern hoch. Schwerpunkt Kraft. Okay, das ist gut. Bei dem Salvenschlägel ist also Kraft Schwerpunkt. Betäubung, Schwerpunkt Gewandtheit. Ach so, Gewandtheit und Alchemie machen den Schaden hier. Okay, das ist doch ganz gut. Dann kann ich mir zumindest hier jetzt mal die Gewandtheit gönnen und weiß, es nicht verschwendet. Na, vielleicht, Moment, gebe ich den Rest nochmal für Leben aus. Auch wenn das Öl nicht mein Lieblingsöl ist. Tja, man nimmt, was man kriegen kann, ne? Jetzt laufen wir einmal durch. Wir wissen ja, wo wir hinwollen. Wir haben uns gut ausgetobt. Wenn wir jetzt kein Ende finden, dann finden die mein Ende, glaube ich. Nee. Okay, da sind wir jetzt. Natürlich nehmen wir die Treppe. Zivilisiert, wir sind ein zivilisierter Android. Nee, Automat. Konnte ich gerade eben noch mal schnell regenerieren. Da hat es einmal geklappt, wenn ihr unten links drauf geachtet habt. Und dadurch hatte ich dann die Power, die ich brauchte. Aber es ist ganz häufig so, du machst eine Ausweichbewegung und merkst, oh, jetzt bin ich am Ende. Jetzt bin ich am Ende. Und dann musst du einfach nur hoffen, dass du dich rechtzeitig wieder regenerierst. I have no intention of harming you. The royal automats are my only enemies. Par du lissin! You were sent by heaven above! Oh, falscher Button. You watched these machines? Yes!
I had a front row seat. A swarm of ferocious beasts who cleared the way for a creature I have a nightmare. It was the Grim Reaper, madame. Death itself. Nothing and no one was spared. I was spellbound and horrified by its dance of death. If by misfortune you find yourself in its presence, do not let it leap in your direction. Those who suffered its lightning attack did not survive. None of them, without exception. Come now, if you claim to want to destroy these automats, it's time to get going. You must stop them from advancing. Mehr hat sie nicht. Es war einfach nur ein bisschen Info. Ja, auch hier steht man vor sehr, sehr vielen verschlossenen Türen. Ah, da war der zweite. Shit! Mitten im Schlag, ne? Ich war gerade im Ausholen. Einfach eine harte, langwierige Waffe, die... ja, leider auch sehr berechenbar ist, glaube ich, von ihrer Geschwindigkeit her. Das ist nicht so gut. Er hier hat auch noch eine Lanze. Scheiße! Okay, wir probieren es anders. Andere Taktik. Das war doch sogar schon nur der schnelle Schuss. Okay, der zweite Stich ist immer noch ein Problem. Er macht immer zwei. Komm, mach. Und noch einer? Und noch einer? Nee. Oh, mach ich mir die Mühe. Da wird einfach geschossen. Okay, hier unten ist auch wieder Kram. Ich gebe erstmal oben, bevor wir runtergehen. Erstmal alles oben abchecken, denn hier sieht nun mal alles gleich aus und dann verpasst man eben auch gerne mal was. Da oben zum Beispiel. Ah, okay, hier ist wieder so ein Haken. Wir gehen erstmal hier unten links weiter. Da sind wir ja letztes Mal noch nicht reingekommen. Ja! Shit! Ja, zwei auf einmal. Perfekt! Du alter Spratzer da hinten! Der hält sich für was ganz Tolles, ne? Weil er eine Schusswaffe hat. Moment, da war was? Ah, da brauche ich dann später eins dieser anderen Bischof-Waffen. Da kann man diese Plaketten wegrammen. Oder vielleicht so, ist das so ein großer... Tacker, wie diese Tacker-Nadel-Entferner. Wie heißen die? Tackerklammern-Entferner. So einer ist das. Genau so. Oh Mann. Zwei von denen ist keine gute Geschichte. Mit zweien von denen kann ich eigentlich nur auf den Sack kriegen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Guckt's euch an. Wie die nicht alle machen. Ja, klar. Ja, die haben halt einfach die falsche Waffe dafür, oder? Eine starke, aber dann leider sehr lahme Waffe. Mal gucken, ich werde die jetzt mal wechseln. Es war ja schön mit dir, Salvenschlägel, aber ich will jetzt auch mal die Hephaistos-Knüppel. Oh Mann, das ist ja wirklich nicht gut. Ja, es ist schon der... Feuerkette kann man auch mal nehmen. Aber es ist schon, auch wegen der ganzen Eigenschaften, die kombiniert werden mit den Waffen. Wir hatten ja eben Kraft. Das hat sehr viel gebracht. Jetzt ist es hier nicht mehr so wichtig.
Aber immerhin skaliert das Ding auch noch ein bisschen mit Kraft. Aber mich wundert, dass er jetzt hier anfängt und nicht hinten bei dem Sitz. Hätte ich mich vielleicht einmal kurz hinsetzen müssen. Der Entklammerer. Oh, ich habe einen Sack verpasst, wird mir gerade gesagt. Das kann gut sein, ne? Das kann wirklich sehr gut sein. Mein Sackradar ist im Moment schwächelt ein wenig. Aber zum Glück kommt man hier immer wieder hin. Da, warum startet er nicht hier? Diese Tacker-Entferner heißen Klammeraffen. Ernsthaft? Klammeraffen. Hat dir da jemand die Affen gefragt, ob die das okay finden? Mann, das sind zu viele einfach. Das sind einfach zu viele auf einmal. Zu anvisieren. Oh, die Kette. Ist ja jetzt schon wieder ein Problem. Man muss sie halt verbessern. Die ist noch nicht optimal. So wie sie sein könnte. Oh, guckt's euch an. Es ist einfach, ich muss den Hammer weiternehmen. Ohne Hammer komme ich nicht mehr weiter. Ich muss mir mal auf ein paar Waffen spezialisieren und die dann auch. Vielleicht nehme ich statt der Waffe mal was anderes. Ja, aber es ist schon die bessere, ne? Die Schildmuskete ist schon dafür ganz gut. Okay, jetzt nochmal mit Gefühl. Ein bisschen Übung, komm. Einmal üben. Nein, das war nix. So, ne? Nee, und dann macht er einfach hier so ein Ding. Na gut, immerhin kann man dann von hinten hauen. So geht's nämlich auch. So hätte man es von Anfang an machen müssen. Das geht natürlich nur leichter, wenn auch nur einer kommt und nicht drei. Der Zweitstich ist ein Problem. Den verpasse ich immer noch gerne. Naja, da habe ich einmal zu viel gehauen. Deswegen gab es die Quittung. Völlig verdient auch. Ich habe es wirklich kommen sehen, weil der Scheißhammer immer so lange braucht. Ne? Der fängt mit seinem Moveset an, genau dann, wenn ich den Button drücke. Und brauch halt weniger. Alter, du Ficker, du Blöder. Also die kann ich überhaupt nicht leiden mit ihrem dämlichen Schild noch. Mann. Ne? Merkt es, ich drück den scheiß Button und er fängt danach erst an und ist schneller fertig. Hinterhältig.
Die machen einen ganz schön wütend hier. Die ganze Zeit verliert man seine scheiß Anima-Essenz. Das hat so gut geklappt beim letzten Mal. Das oh, ihr haltet generell einfach nicht viel aus, ne? Deswegen, okay. Merken wir uns. Das hatten wir. Ah, okay. Dann müssen wir jetzt doch den normalen Weg. Ich brauche wirklich mal eine andere Waffe. Also ich werde mich hier noch umskillen. Oh, muss das wirklich sein? Ey, wirklich, man schafft es hier nicht rechtzeitig sich zu heilen. Das ist quasi nicht möglich. Jetzt warte ich hier. Schön einmal aufheilen. Besser wäre natürlich jetzt hier die ganzen Granaten auch zu benutzen. Danke für den Tipp mit dem Aufladeschuss. Den kannte ich tatsächlich schon. Allerdings, länger aufladen bedeutet ja auch länger warten. Und meistens kriegt man ihn dann halt vorher ab. Den Schlag. Den letzten. So, hier können wir doch mal kämpfen. Da hat er zu lange gewartet. Da hat man richtig gesehen. Muss überlegen, soll ich schlagen oder... Und dann war er schon tot. Ah, das ist die Ecke, wo ich vorhin hier den Umweg gegangen bin. Oh, da ist immer noch der Sack, ne? Aber den kriege ich nicht. Den Sack... Ah, doch. Nee, ne? Ich kriege ihn nicht. Vielleicht, wenn ich von hier hoch hüpfe. Ja. Danke, Leute, für die Erinnerung. Das war, glaube ich, der Sack, den ihr noch unbedingt haben wolltet. Ihr seid meine Säcke, die Sackbeauftragten. Ihr seid immer am gucken, wo ist ein Sack, der noch ungeöffnet ist. Oh, oh. Wusste ich. Wusste ich, dass ich jetzt Energie verliere. So, jetzt schnappe ich mir den Eisschleuderer. Oder, nee, Schock, ne? Stromschock ist es. Nee, ist Eis. Na komm, dich kriegen. Aber vielleicht woanders und nicht unbedingt. Oh oh. Nee, hier auch nicht. Okay, dann muss ich erstmal die Schützen erledigen. Von den Schützen bleiben nur Pfützen, wenn ich mit ihnen fertig bin. Natürlich, ne? Sie einen nie in Frieden lassen. Alle müssen sich ständig kämpfen. Sie sind auf Leid programmiert, und zwar mein Leid.
Na, no, das ist sogar eine schöne Kiste. Oh, okay. Jetzt gehe ich hier einmal hin, um die zu resetten. Ah, danke, iGotcha85. Und auch vielen Dank für Kuh-Nasengesicht. Was kann man da noch zu sagen, ne? Kuh-Nasengesicht. Ah, ein weiteres verschlossenes Tor. So, jetzt würde ich den gerne mal von hinten erwischen. Geht nicht. Moment. Ich kann mir keiner erzählen, dass da nicht irgendwas Spannendes... Oh, nö, ey. Nichts dahinter. Moin, Retro Mike. Schön, dass du wieder da bist. Wir haben gerade einen Lavoisier-Katalysator gefunden. Da freut sich die Umwelt. So. Kick! Ja, das war dumm. Bin ich wirklich direkt in den Move rein, aber ich war noch so gerade auf meine Ausdauer irgendwie. Auf meine Ausdauer war ich konzentriert. Das ist nicht schlimm, das ist ja zum Glück in der Nähe des Sitzes. Hä? Warum starte ich denn jetzt? Ach, da, weil das Ding hier ist. Okay, ja. Einmal du, einmal ich. Jetzt darfst du wieder. Dann ich. Dann mach ich's nochmal. Mitten im Schlag habe ich ihn angegriffen. Das war halt ein Fehler. Immer dieses Entfühlen, da muss ich einfach mehr drauf achten. Ich versuch's wirklich schon, jetzt zum Beispiel habe ich es mal hingekriegt, aber versucht das mal nebenbei. Ist vielleicht leichter, wenn man zuguckt, aber ja, es ist super essentiell. Es ist eines der wichtigsten Features im Spiel, weil man enorm viel damit machen kann, weil man sich wirklich, kann zwei, drei harte Schläge ausführen und dann direkt danach nochmal. Das ist halt wirklich ein extremer Luxus und das sollte man sich auch gönnen. Gibt es auch andere Rüstungen? Ja, es gibt hier natürlich so Rüstungsteile, ne? Ob die jetzt... Ich meine, da ist schon ein Unterschied. Aber das meiste habe ich schon verkauft, deswegen habe ich gerade nicht so viel. Aber ich denke, das meiste sind immer noch die Waffen. Darauf konzentriert sich das meiste. Zumindest ist es bisher mein Eindruck. Wie weit... Spiel zu Spiel, wie lange geht das Spiel? Gute Frage, also ich habe mal was von 10, 11 Stunden gehört. Ich glaube, das ist noch, zumindest in meinem Gameplay, wird es ein bisschen länger dauern. Ich habe bisher so 5, 6 Stunden, 6 Stunden glaube ich, und habe vielleicht ein Drittel. Man könnte sagen, ein Drittel habe ich vielleicht.
Automatisch denkt man irgendwie an seinen Greifhaken. Aber vielleicht muss ich auch einfach durch die Haustür. Ja. Danke, Rattenbengel. Du bist hier immer herzlich willkommen. So, I put it to you that the fact that the society is in need of Monsieur de Mirabeau. The demon can speak? Speak then! Has my time come? I do not know. My life is in your hands. It's not worth much. Do what you will with it. I seek Monsieur de Vaucanson. He holds the secret to the tireless automats. And you think you'll find him here, in my quarters? Tell me, who is your master? Aren't you one of Cagliostro's creatures? I serve only the Queen. Ah, the Queen. Well then, that's something else altogether. I found this message in Monsieur de Vaucanson's carriage. He didn't receive it. That is most worrying. Eugène and I are old friends. I was hoping he would be able to tell me what the deuce is going on. Of course, I doubt he had a hand in this odious display of force, but he spent years in service to the king and his projects. Projects whose macabre ends we're only now discovering. Where could Monsieur de Vaucanson have gone? How should I know? The situation is dire out there. Everyone is taking shelter wherever they can. Let me think. I know that he and Monsieur Bailly, the astronomer, are close. Perhaps Monsieur Bailly knows more? Where can he be found? He must have taken refuge in his observatory at the Louvre. Otherwise, I doubt he is still alive. He and his associate Lavoisier, the astronomer and the chemist, they were once the pride of the court, but have fallen out of favor. Too close to the common people, it would seem. It's as if only Vaucanson managed to stay in the king's good graces. Sic transit gloria mundi. Who is this Cagliostro? You feign ignorance. I do not know. Then you should know that Cagliostro is the king's right-hand man. He claims to be a magician, and he is a self-styled count. A charlatan who is more powerful than a minister. Precisely. I've heard the most troubling rumors about him. He's supposedly the one who enabled the king to breathe life into these killing machines that no key need wind. I admit it sounds highly improbable, and I wouldn't believe a word of it if I didn't have proof standing right before my eyes. Now that I think about it, as you can see, my servants have all abandoned me, and I will soon follow their lead. Those poor people hoped to escape the city while there was still time. A dire vrai, Afira shall never see them alive again. Before she left, the housekeeper gave me this key. It opens the gate that leads to the Louvre, if you are foolhardy enough to attempt it. I found a note written by Eugène de Vaucanson. He mentions the death of the Dauphin at Meudon. What happened that night? How should I know? The child passed away at Meudon. I was in Versailles. Eugène de Vaucanson told you nothing? The only thing he was willing to tell me was that something terrible had happened, and that the circumstances leading to the Dauphin's death were not exactly as described. One thing for certain is that he was extremely upset about what happened. So much so that he refused to spend a single day more in the king's service. But he has apparently changed his mind. Besides the king and Monsieur de Vaucanson, who else witnessed these events? Well, if they followed protocol, Monsieur Le Monnier, the first physician to the king, he must have performed the autopsy on the child. Where can I find him? He lives in Versailles, near the chateau.
But he has a practice here in Paris, en rue Saint-Thomas d'Enfer, in the Quartier Saint-André-des-Arts. Na, habt ihr euch gemerkt? Wer und was in welcher Straße? Schwierig, ne, mit all den Namen. Sehr, sehr schwierig. Okay, wir haben jetzt wieder was gelernt. Ich muss an der Stelle aber leider auch erstmal gleich Schluss machen. Wir hören uns noch einen zerknüllten Brief an. Mein Sohn, ich habe dir etwas mitzuteilen, das dich sicherlich sehr freuen wird. Während ich diese Zeilen schreibe, muss ich in meinem Haus in Argenteuil das Bett hüten. Und es geht mir so schlecht, dass die Ärzte mir versichern, ich hätte nur noch einige Stunden zu leben. Da ich entschlossen bin, als Christ zu sterben, habe ich einen Beichtvater rufen lassen, Monsieur de la Farre, den Bischof von Nancy. Er wird bald eintreffen und mir die Sterbesakramente spenden. Dann kann ich meine Seele endlich Gott überlassen oder demjenigen, der sie haben will. Obwohl ich es kaum erwarten kann, diese Welt zu verlassen und mich der Gedanke beglückt, nicht länger sehen zu müssen, wie du den Namen Mirabeau beschmutzt, bitte ich dich, mein Ableben, nicht zu früh zu feiern. Ich höre mich immer an wie Ede. Mein Körper mag kaum mehr sein als ein verwesender Leichnam. Doch meine Feder und mein Verstand sind so scharf wie eh und je. Ich habe Verfügungen für dich und deine Mutter, diesen Succubus, sowie deine lasterhafte Schwester getroffen. Ihr werdet von mir hören. Das schwöre ich dir von jenseits des Grabes. Denn selbst im Tode habe ich nicht vor, diejenigen ihr Leben genießen zu lassen, die mir meines zur Hölle auf Erden gemacht haben. Dein Vater... Irgendein Dödel mit einem französischen Namen. Okay, wir hören jetzt hier an dieser Stelle kurz auf, denn ich werde jetzt gleich noch den Key zum Monkey Island aktivieren, den ich gerade bekommen habe. Und dann spielen wir nochmal schnell ein Stündchen Monkey Island. Vorher aber kurz Werbung und deswegen kriegt ihr jetzt kurz den Stuhl. Wir sehen uns gleich.